Wie du diesen krassen Gaming-PC baust, auch wenn du Einsteiger bist, erfährst du Schritt für Schritt in diesem Livestream-Zusammenschnitt. Und nun viel Spaß! So, Herr Mikesh, wir starten. So, zwei davon, dann noch die Dreierbatterie. Die kommt auch noch da rein. So, wir brauchen das Gehäuse. Wir machen erstmal zwei einzelne Lüfter. Oder ne, ich mache erstmal den Dreierpack. Und erstmal gucken, was da für Kabel bei sind. Ja, das ist ja das. Das ist ja jetzt das neue Geheimnis bei Corsair. Welche Kabel brauche ich jetzt, damit das schick aussieht? Da kannst du dich auch, ne? Kann man sich lange mit beschäftigen, weiß ich aus Erfahrung. Auf jeden Fall ist die Verpackung schon mal schön vom Dreierpack. Gefällt. So viel kann ich schon mal sagen. So, atemberaubende RGB-Beleuchtung. 34 LEDs. Über 4 Lichtschleifen. Verkettung bis zu 14 IQ-Link-Geräten. Exklusiver Time Warp-Dingensmodus und was weiß ich nicht alles. Ja. Hier. Epische Momente. Oha. Looks good. Guck mal, hängt schon zusammen. Brauche ich gar nichts mehr machen. Einfach so einbauen. Oh, da sind aber auch noch Aufkleber drauf. Boah, und wir haben natürlich auch den Temperatursensor hier drin, ne? Hier. So, hier haben wir den Controller. Klein, aber fein. Der 6-Pin-Grafikkarten-Stromanschluss kriegt, ne? Mhm. So, was haben wir hier? Stromkabel, USB-Kabel, Staubhülsen oder was? M3-Kleber. Und Befestigungsschrauben für die Lüfter. Und hier haben wir jetzt ein Kabel nur dabei. Ja, ein Kabel. Das ist ja mau. Dann Garantie, ja. Hardware Noob 01 haut 100 Bits in den Topf. Nochmal. Lohnen sich überhaupt Gaming PCs? Ja, sicher lohnen die sich. Wieso sollen die sich denn nicht lohnen? Pass auf, wir haben unten Anschlusskabel. Hier kann ich anstecken und da kann ich anstecken. In weiser Voraussicht haben wir ja schon noch einen Winkel dazugeordert. Weil ich mir so denke, wenn ich die hier anschließe mit einem Geraden, dann kann das auch gerade mal irgendwie im Weg sein, ne? So, tatsächlich sind die wenigstens verdrehbar montierbar. Weil, ja, das ist so offensichtlich nicht ersichtlich. Erstmal. Irgendwann später habe ich es auf der Homepage auch gefunden, aber ja, halt ob die halt wie so ein USB-C rechts und links rum, also an, ne, den auch andersrum reinstecken kannst. Was bringt dir einen Winkel, wenn du den dann in eine bestimmte Richtung hast, wo du den nicht hinhaben willst? Also ich glaube, ich kann mit diesem so gut arbeiten, denn diese Lüfter kommen relativ weit nach unten in dem Gehäuse, weil oben nachher die IO sitzt, so dass ich dieses Kabel sowieso nicht sehe. Aber ansonsten kann natürlich so ein Kabel, was natürlich dann oben da rausguckt, das kann dann schon mal gut und gerne im Weg sein, ne? Das sollte man bedenken. Deswegen sind eigentlich vielleicht diese ganz gut. Davon habe ich jetzt 2 Stück sind in dieser Packung drin, das kostet auch nochmal 15 Euro. Und die sind aber dann auch nur 135 mm lang und nicht 60 wie dieses. Was ist das überhaupt mit den 60? Ist das Stecker zu Stecker oder ist das rein die Kabellänge? Ah, ist tatsächlich rein die Kabellänge. Die Stecker sind nochmal extra. Rein die Kabellänge sind 60. Gibt's eine IO von Corsair mit QL-Lüfter? Nee, gibt's nicht. Passt eine 3060 in NZXT Flow? Jo, hab 4 Slots RAM. Soll ich lieber Slot 1 und 3 nehmen oder 2 und 4? 2 und 4 in der Regel. Wie weit bist du schon mit dem Bauen vom PC? Gerade gestartet. Auf jeden Fall haben wir überall noch Folie, die wir abmachen müssen. Nur wo ist jetzt? Hier ist der Dings. So, und jetzt, wie kann ich die auseinander machen? Einfach ziehen, ne? So geht das, okay. Und dann habe ich hier einmal so ein Nupsi und einmal diesen auf der anderen Seite den Kontakt. So, und wofür sind diese Dinger jetzt da? Die verstehe ich nicht so ganz. Diese hier.
sich damit soll. Die sehen auf jeden Fall nicht so aus wie die Dinger, die hier drin sind. Die sehen so aus. Ja, ist wahrscheinlich auch nicht so wichtig. Oh, die ziehen sich sogar an. Magnetisch sind die auch. Also ich muss schon sagen, ich habe die ja jetzt das erste Mal in der Hand, ne? Das ist schon was anderes als so ein QL-Lüfter von der Wertigkeit her, ne? So vom Gefühl her. Ich meine aber, gut, die kosten dafür auch, ne? Ja, ich werde sie jetzt so rum verbauen, ne, dass das Corsair-Logo richtig ist. Und dann kommt hier oben der Stecker rein. Also ich kann das ja verstehen, dass die ein bisschen kaputt gehatet werden aufgrund des Preises. Aber bockt schon. Dann schrauben wir die mal rein hier. Auch das Verpackungserlebnis gefällt mir natürlich deutlich besser jetzt. Also rein, wenn man das jetzt öfter zusammenbaut, als jetzt QL-Lüfter, ne? Mit diesen ganzen Verpackungs... Also die Verpackung, also das ganze Unboxing dauert einfach so lange. Jetzt hat es natürlich hier auch ein bisschen länger gedauert, weil ich jetzt ein bisschen rumgeklüngelt habe, um euch das alles auch zu zeigen. So, so rum kommen sie rein. Als Intake, falls da Fragen kommen, das Kabel können wir hier mit durchlegen, ne? Erstmal, ja. Dass nachher feine Lieder drin bleibt, das können wir dann noch sehen. Also das können wir ja auch noch relativ einfach abmachen. So, vielleicht nicht ganz so auf dem Boden, weil da kommt ja unten noch der Lüfter rein. Ungefähr so. Was? Oh nein, ein X3D-System. Ja, du Maxampler, die Sache ist, die letzte Zeit haben sich immer alle beschwert, du baust nur Intel. Mir war eh klar, ich habe das bei denen schon gesagt, und wenn ich dann AMD baue, dann kommen dann die Intel-Fans. Kannst es halt nicht jedem recht machen, ne? Das war das Gute, als ich den mit dem Jetson Nano und so rumexperimentiert habe. Da hat keiner gemeckert. Oder auch mit dem Orange Pie. Auch keiner gemeckert. Finde die Kabel, also Anschlüsse zu den Lüfter bei dir, lieb besser. Ja, die tragen natürlich auch nicht so dick auf und so, Alf. Das stimmt schon. Ja, also Lian Li, die haben schon... Also, natürlich auch gut. Klar. Mal gucken, wie die ganze Experience hier ist. Tendenziell ist natürlich die IQ-Software besser und man kann wirklich, kannst ja in IQ kannst du jede einzelne LED sagen, was da passieren soll, wie die leuchten soll, wie die angesteuert werden soll. Das ist natürlich schon das Geile. Und da kommt keine andere Software mit und dann mit dem ganzen Kosmos. Die Schrauben gehen übrigens sehr, sehr schwer hier rein. Also da brauche ich schon richtig Kraft. Also mehr als sonst bei irgendeinem Lüfter. So viel kann ich schon mal verraten. So, ich glaube, ich bräuchte gleich, unten bräuchte ich ja hier schon Winkelkabel für den Lüfter, weil den muss ich ja mit diesen hier verbinden, ne? Da können wir gleich schon mal eins einsetzen. So, den noch ein bisschen los, dass ich das hier ein bisschen hin und her machen kann, bevor ich die finally festschraube. So, unten drei Lüfter, Kabel dran, was, Boden? Softwaremäßig sicherlich, ja. Wie gesagt, die haben alle ihre Vor- und Nachteile, Infinity-Lüfter, die haben natürlich auch einen ganz anderen Look, ne, mit dem, dass sie von der Seite leuchten und. Da gibt's halt immer Pros und Cons. Jetzt kommen wir hier zum Einer-Pack und packen den mal aus. Ah, der ist auch so. Ist auch so gestaltet. Wie so eine Apple-Box hier. Mhm. Zweimal Folie auch drauf. So, was haben wir hier jetzt noch drin? Auch diese komischen Blindstopfen und vier Schrauben. Und das war's. Und auf der einen Seite haben wir Konnektor. Ich glaube, die Blindstopfen, die kommen einfach dann, die sollen dann da einfach rein, ne? Da, wo halt nichts dran angeschlossen ist. Kann das sein? Die kommen dann einfach hier rein, so zum Schutz oder was. Ich meine, gut, das sieht jetzt am weißen Lüfter nicht so geil aus, ne? Gut, hier passen sie nicht rein. Das sind quasi Staubschutz für hier, für diese, wo diese Kontaktschiene ist. Macht man die da rein? Sieht das aus? Fragwürdig, ne? Als Staubfänger, richtig. So, der soll ja jetzt hier hin. Dann brauchen wir dafür, sie halt Winkelkabel.
Die sehen dann so aus. In der Kürze liegt die Würze, haben die sich gedacht, ne? Was ist hier für ein Lappen dran? Wofür ist das? Wo ist das so, damit man die Stecker rausgezogen kriegt? Oder was soll das da dranbleiben? Ja, zum Rausziehen. Also, ich glaube, ich mach die ab. Was soll das? Das ist zur Spielerei, oder nicht? Weg mit dem Blödsinn. Sieht viel besser aus ohne. Das ist auch interessant. Die habe ich auf der Corsair-Produktseite habe ich die noch nirgendwo gesehen. Also die kann ich ja jetzt so auch greifen. Kann ich auch hier mit dem Fingernagel reinpacken. Also ich glaube nicht, dass ich da ein Problem habe. Guck mal, den jetzt hier drauf machen. Achso, der muss ja hier drauf. Hier ist der Stecker, hier. Klick. Hey, wieso soll ich den nicht rauskriegen? Ja gut, wenn das im PC drin ist und du willst, aber gut. Das kann vielleicht sein, dass das dann ein bisschen schwieriger geht. So, den brauche ich auch nicht. So, hier habe ich jetzt so ein Verbindungsstück, das brauche ich eigentlich auch nicht. Ja, und ob ich den weiß, den schwarzen da jetzt rein drin lassen soll beim weißen Lüfter, diesen Staubschutzding. Ja gut, soll da drauf, aber... So, hier hätten wir dann unseren Lüfter, der von unten ansaugen soll. So, das Corsair-Logo so rum. So, der Kumpel würde dann jetzt hier so reinkommen. Siehst du, guck mal, siehst du, da muss ich die nämlich hier schon höher machen. Ah, guck mal, dann sind die hier schon mal, liegen die hier schon mal auf dem Blech. Und da drunter, guck mal, wenn ich jetzt kein Winkelkabel hätte, wie blöd wäre das denn dann? Da müssten die ja richtig hoch dann sonst. Beziehungsweise, nee, doch nicht, die liegen doch nicht auf. Die Dings war nicht richtig drin. Die unten. Dieses, wo der reinkommt. Tiefer gehen die Lüfter nicht. Also wenn die verschraubt sind. Warte mal, ich mach mal hier die Sehungsschraube wieder rein. Weißt du, warum der sich hochgezogen hat? Weil die Lüfter magnetisch sind. Zieht das Blech an. So, der sitzt. So, mache ich ein Steckerchen da rein. Und den anderen. Wo ist denn der Kontakt jetzt? Müsste ja auch auf der Seite sein. Ja, jetzt geht das Gefummel schon los tatsächlich. Gut, dass ich die noch nicht festgeschraubt habe. Ich meine, das können natürlich die Lian-Li-Lüfter nicht, ne? Das ist jetzt so ein Dreier und dann kannst du ein Stück Pause machen und dann kannst du noch einen wieder dran klicken. Hier ist es. So, dann geht es einfach ganz klassisch so und so. Also Kabel muss ja irgendwo lang. Aber so ist es auf jeden Fall... Am entspannsten, ne? Sieht dann halt so aus. Was? Lüfter unten drehen wegen der schwarzen Schrift? Das hier oder was? Du, die Sache ist, ich habe das so gebaut, dass das Corsair-Logo mich anlächelt. Und dass das hier, ne? Symmetrisch ist. So, weißt du, wenn ich den jetzt drehe, dann habe ich zwar diese Beleuchtung, die hier ist, die hätte ich dann hier vorne, aber dann habe ich hier... Die Schrift, ne? Also das ist gehopst wie gesprungen. Also dann lieber hier alle Corsair-Logos und dieses alles in einer Flucht. Ja, das Kabel würde passen. Das kannst du ja auch hier an diese Seite machen. Von mir aus drehe ich den Lüfter. Aber ja, wenn halt immer nur zwei Seiten beleuchtet sind, dann ist immer an zwei Seiten Schrift. Aber da derjenige, für den ich den PC baue, auch schreibt, stimmt, Lüfter drehen, dann drehe ich den natürlich. So. Das heißt, wir drehen den einmal so. Der bleibt auch so, das sage ich euch. Der wird nicht wieder zurückgedreht, ne? Aber sonst heißt es gleich um 24 Uhr, wie immer noch nicht fertig mit dem PC. Was ist los da, Bastelnerd? Hast du wieder den ganzen Tag den Erklärbär gemacht oder was? Ne, Tag nicht, halbe Nacht. So. Und wo beste Preis ist. So, erstmal wieder festschrauben hier. So, jetzt Corsair-Logo quer. Kabel sieht natürlich schicker aus, muss ich zugeben, so.
Ja, jetzt ist das halt so, ne? Die ist reingraviert hier. Und dieses andere meintet ihr den Barcode? Das war wahrscheinlich Dingsbums, ne? Aufkleber. So, Hecklüfter einbauen, Ajo einbauen. So, hier ist er. Hier sind Verbinder. So. Hecklüfter kommt so rein. Corsair-Logo so. Dann unten Staubschutz dran. Folien abziehen. So, ein so ein Kabel hier drauf. Ja, da haben wir, da hätten wir jetzt zum Beispiel auch so ein Ding, wo ich diesen Kabel immer so ein bisschen kritisch gegenüber sehe. Ich meine, Lian Li, die haben es ja schon begriffen, warum sie das jetzt auch letztendlich in der Mitte gemacht haben, ihre Anschlüsse, ne? Also in dem Fall bringt ja jetzt Drehen auch keinen Sinn, weil ich will natürlich jetzt das hier wenigstens an der Seite haben, ne? Logischerweise. Und der Lüfter wäre ja auch dann so richtig eingebaut von hinten von dem Logo. Ich meine, das wäre jetzt nicht so schön. Aber was du dann hier jetzt hast, ne? Wenn du da jetzt diesen Stecker so rum drauf machst, dass du natürlich dann hier hängen bleibst, ne? Am IO-Shield, ne? Also wo das Mainboard eigentlich reinkommt. Also wenn du den Lüfter jetzt in der Höhe tiefer setzen willst, dann müsste ich die Geschichte umdrehen. So. Ich meine, es geht wahrscheinlich auch, ne? So, dann könnte ich den natürlich in der Höhe variieren und dann muss der ja hier oben irgendwo wieder angeklemmt werden, ne? An den nächsten, an den von der Ajo. Also von daher geht das. Ich schraub den mal hier so fest. Was, Hecklüfter drehen? Was soll da gedreht werden? Da wird nichts gedreht. Der Einzige, der hier gleich durchdreht, das bin ich. Ton war weg. Oh, bin ich aus Versehen draufgekommen. Zu dicke Finger. Ton, Ton, Ton. So. Also, Lüfter, alles vormontiert. Ja, die haben aber jetzt auch... Was sind das? Recycle-Tüten? Irgendwie sind die neu, die Tüten. Boah. Oha. Was ist denn hiermit passiert? Ach, da sind ja jetzt auch die Kabel drin, ne? Das ist ja auch geil. Also die Schläuche, die sind viel weicher, viel flexibler. Guck mal, wie flexibel die sind. Also das ist jetzt das komplette Gegenteil von der Arctic Liquid Freezer. Da sind die richtig starr. Oh, wie gut man die biegen kann. Und hier kann man jetzt auch sehen, hier gehen jetzt die Kabel. Wir brauchen jetzt nicht irgendwie noch ein extra Kabel an den Pumpenkopf anschließen. Das ist ja nice. So, das brauchen wir auch nicht irgendwie abziehen. Das ist da jetzt fest drauf, ne? Ja. So, wir packen mal hier aus. So, wie sind jetzt hier die Lüfter angeschlossen? Das habe ich jetzt noch nicht so richtig verstanden. Also hier ist auf jeden Fall kein Staubschutz drin. So, was ich jetzt nicht verstehe ist, so hier ist jetzt ein Anschlusskabel für die Lüfter, aber hier habe ich ja auch irgendwie Anschlussdinger, ne? Zwei und ein USB-C. Ja, das erklär mir jetzt mal einer. Festgeschraubt ist schon alles. Das ist schon mal gut. Als Outtake. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Jetzt sind hier zwar Aufkleber drauf, aber was ist denn mit der Rückseite? Haben die Folien da schon abgezogen für mich auf der Rückseite oder nicht? Wollen wir das mal nachgucken? Das muss jetzt nachgeguckt werden. Also ich könnte mir auch vorstellen, die machen die einfach mit Folie drauf. Geht ja schneller, ne? USB ist für Display. Tatsächlich, Folie abgezogen. Keine drauf. Corsair macht alles richtig. Perfekt. Was, Rückseite hat noch Folie? Hab ich doch gerade nachgeguckt. Das ist ja doch kein Quatsch. Hab ich doch gerade nachgeguckt. Ist nur oben auf den Lüftern dran.
Bei mir hatte die AIO. Ja, hier oben drauf sind, hier sind Aufkleber drauf. Aber von anderen Seite wollte ich doch wissen. Hier sind welche drauf, hier. So, was haben wir hier noch drin? Wir haben auf jeden Fall auch neue Tüten, jede Menge. Dann haben wir noch ein USB-Splitterkabel. Mounting Kit. Für Intel. Das ist alles Intel. ARM 5 und ARM 4. Das brauchen wir. So, dann haben wir hier noch so einen Controller, wo wir jetzt eh schon einen von haben, der beim Dreierpack der Lüfter dabei war. Ist ja der gleiche. Genau. Dann können wir den hier drin lassen. Mit M3-Kleber auch so zwei Stück. Kleine Brottüte, ne? Und Befestigungsschrauben, ne? Haben die denn jetzt auch noch mal für Push-Pull die Schrauben dabei? Jo! Das haben sie beibehalten. Hier sind noch mal der ganze Satz für Push-Pull dabei. Freunde, da wirst du bekloppt. Hier, das macht kaum ein Hersteller. Corsair macht das. Liefern die da noch bei für Push-Pull? Das ist schon mal Pluspunkt wieder mal. Und haben wir auch noch eine Anleitung? Wie das geht, alles? Nö, ne? Jetzt gibt es keine Bedienungsanleitung mehr dabei. Aber Hauptsache diese blöden Safety Informations. Oder ist hier noch was? Warte mal. In diese Brötchentüte habe ich noch nicht reingeguckt. Hier sind noch ein paar Verbinder drin. So, einmal nochmal wieder das Kabel für den Controller. Das haben wir aber schon. Vom Dreierpack. Dann haben wir hier ein USB-C-Kabel, was dann hier wohl dran kommt. Und dann haben wir hier auch noch mal einen gewinkelten, so einen kurzen, den wir schon hatten. Und noch mal einen langen mit Winkel. Dann haben wir hier einen DC-Anschluss für ein Dingens. Ja, wahrscheinlich dann hier CPU-Fan. Der kommt in den Controller rein, damit man weiß, was für eine Drehzahl die AIO hat. Und dann noch mal hier USB für den Controller. Also das für den Controller, das brauchen wir alles nicht, weil das nehmen wir jetzt einfach vom Dreierpack. Dann kommt das hier wieder rein. So, die Kabel. Eventuell. Nee, also so viel brauchen wir nicht. Eins habe ich ja hier. Und eins brauche ich noch entlang, was zum Controller geht. Ja, dann kommt ein so ein Kabel auch wieder weg. Wie heißt die AIO? IQ Link H150i LCD. Da kannst du es jetzt sehen. Ja, USB-C für Display. Und wofür sind diese? Die beiden? Wofür sind die denn, Freunde? Hä? Was haben die sich da gedacht bei denen? Also ich finde das ja bemerkenswert, dass sie hier gar keine Anleitung beitragen. Ich habe mir das ja auf der Homepage alles schon angeguckt. Das heißt, ich gehe hier vom Controller, gehe ich dann da rein, in einen von diesen beiden, damit wahrscheinlich hier die Pumpe auch Strom hat. Und dann ist das USB-Kabel nur zur Steuerung für, was dann nachher auf dem Display sein soll. Und dann muss ich von der anderen Seite, muss ich hinten wieder rausgehen, oder das spielt eigentlich keine Rolle. Ich kann auch von hier an dem Lüfter zu den anderen Lüftern und Lüfter und Lüfter. Ja, so wird's gemacht. Ich frage mich dann trotzdem, warum da zwei Eingänge drin sind, ob ich das dann auch einfach als Hub nutzen kann. Hier, diese Dinger da. Wahrscheinlich, ne? Dann könnte ich zum Beispiel, ja, weiß ich nicht, ja. Könnte ich zum Beispiel, wenn die Schläuche jetzt auf der Seite wären, also dieses Teil da wäre, wo dieses Teil ist, dann könnte ich jetzt zum Beispiel hier reingehen, damit das Ding hier Strom hat. Und dann könnte ich mit der anderen Seite zum Beispiel auf die Lüfter gehen und mit den oberen Lüftern an die Lüfter gehen. Beziehungsweise die haben aber auch ein Limit, ne? Wie viel nacheinander dran angeschlossen werden können. Was? Alpha Cool International! Jetzt wird's aber ganz heiß. Die Matte liegt hier schon über 3 Jahre auf dem Tisch. So lange war hier auch immer das Logo zu sehen. Immer und immer wieder. Haben auch ganz schön viele gefragt, was das für eine Matte. So, Rückwand installieren, Intel. Ja, das ist dann wohl die Anleitung. Hier Pumpeneinheit installieren, ARM 5. Ja, da brauche ich aber nicht die Intel-Dinger für, ne? Die Dinger kommen da dran. Okay, die Dinger kommen ab. Wird nicht über die Nasen festgehalten. Dann die ARM 5-Schrauben rein und fertig. Haben sie auch das Winkelkabel da dran. Dann 4 von den Schrauben und fertig. So, was ist denn jetzt hier dran? Ja, hier ist Q und da ist Q. Ja, kein, hä? Bisschen undurchsichtig, ne? Das habe ich alles schon richtig erkannt. Aber wie viel konnte ich in Reihe anschließen? Wo steht das? Habe ich das übersehen? Wer kann das mal just nachgoogeln? Oder weiß das aus dem Kopf?
Weil ich kriege keine Probleme. Ich habe ja mehr oder weniger 4 auf einer Seite, 4 auf der anderen Seite, beziehungsweise mit der AIO zusammen. Das hängt ja mit da dran dann. So, mal kurz gucken. Also wir können hier oben natürlich richtig hin und her variieren. Also ich kann den sogar bis hierhin machen. Aber ich würde bald Schläuche rechts sagen, wa? Alter, sind die lang, die Schläuche. Oha. Was ist denn mit Display drehen? Geht das jetzt bei der neuen Version? Junge, die hängen aber dann runter hier. Die hängen aber richtig tief. Ich meine, gut, ich könnte die auch dahinter machen. Der alte Dahinter-Trick. Rechts ist besser. Rechts, rechts. Muss sogar, sonst kannst du den Hecklüfter nicht anschließen. Wieso kann ich den Hecklüfter nicht anschließen? Ich habe doch hier habe ich einen Anschluss. Ach so, meinst du, weil der Lüfter muss ja jetzt auch erstmal einen Anschluss kriegen, ne? Dafür ist ja der dann da. Sehe ich das falsch? Stecke ich hier einen rein und dann kann ich an diesen so einen kurzen reinmachen und dann da einen Lüfter connecten, oder wie? Oder sehe ich das jetzt falsch? Ich glaube auch Schläuche rechts. Macht sich sogar optisch auch ein bisschen, also ist ein bisschen Symmetrie mehr drin, ne? Weil, ganz ehrlich, weil wir halt hier unten die Stufe haben. Und wenn du dann von hier oben dann wieder ein bisschen mehr Kram hast, hier die Schläuche, dann, ne, also das, ja. Gut, da muss man ein künstlerisches Auge für haben, das ist halt schwierig zu erklären. Ja, aber jetzt mal ohne Flachs, wenn ich den jetzt andersrum dran mache, ja gut, pass auf, wir bauen den jetzt erstmal so ein. Ich habe von der AIO eh noch eine im Flur liegen, um das selber nochmal auszuprobieren. Also sehe ich das jetzt richtig, dass an den Radiator ein Kabel drankommt von Controller und dann kann ich von da wieder weggehen in meinen Lüfter? Also muss ich ja jetzt theoretisch schon... Was waren denn da jetzt für Kabel bei? Dann brauche ich dieses ja doch, weil dann muss ich das ja hier reingehen und dann hier, um mich hier an den Lüfter anzuschließen. Also ich kann euch eins sagen... Die Unifan-Geschichte war nicht so kompliziert. Und ich sage auch ganz ehrlich, ey, für einen Einsteiger, der das erste Mal einen PC baut und jetzt mit dem Kram, der wird verzweifeln. Weißt du was, welche IO du einfach anschließen kannst? Arctic Liquid Freezer. So, das heißt, ich müsste ja theoretisch dann mit dem Kabel hier dran, richtig, und dann hier in den Lüfter. So, dann habe ich hier schon mal hier so ein Zupfel, habe ich dann hier schon mal überstehen. Habe ich das jetzt richtig gemacht oder nicht? So, und hier gehe ich mit dem Kabel vom Controller rein. Und am Ende von dem Lüfter schließe ich meinen Hecklüfter an. Ja, sagt ihr. Ja, wunderbar. Aber das ist doch, weiß ich nicht. Hm? Und der USB-C, wenn ich jetzt... Ja. Dann habe ich ja hier auch noch so ein Kabel. Das sieht ja hier jetzt komplett wack aus, ne? Ne, Freunde, dann habe ich das ja nach vorne hier hängen. Ne, so haben wir nicht gewettet. Oder doch? Ne, haben wir nicht. Jetzt kommt der erste Bastel-Nerd-Lifehack hier. Jetzt muss ich kurz überlegen. So, das Kabel, das ist ja auch doof, ne? Guck mal, wenn ich das jetzt hier drauf mache, dann versperre ich mir mein USB-C. Müsste ich den in die Richtung, könnte ich den in die Richtung drauf machen? Oder halt den geraden drauf machen, ne? Das ist doch alles Käsemäse. Junge, nee, pass auf, jetzt kommt der erste Lifehack. Funktioniert der? Ja, der funktioniert, der Hack. Ich weiß nicht, ob ich den Stecker dann drauf kriege. Wenn ich jetzt die Lüfter einmal abmontiere und einmal komplett drehe, dann habe ich den Anschluss ja hier. Ich weiß bloß nicht, ob das dann noch passt mit dem Stecker. Weil wenn ich den Anschluss hier hätte, dann hätte ich das Kabel nach hinten hin und nicht nach vorne zum Gehäuse. You know what I mean? Warte, ich zeige euch das. Und dann können wir auch noch mal sehen, ob hier wirklich keine Aufkleber drunter sind. Aber wie gesagt, ich habe ja einen runter gehabt und ich meine, waren keine drauf. Also ich habe auf jeden Fall keinen gesehen. Es wäre jetzt ultra peinlich, wenn da welche drauf wären. So, damit das Spielzeug heute noch mal zum Einsatz kommt, aktivieren wir den noch mal. Also wer sich jetzt fragt, warum ich die Schrauben vorgeschraubt habe, ja, weil der das nicht schafft. So, jetzt kommt der spannende Moment. So, hier sind keine Aufkleber drauf. Seht ihr das? So, also, hier ist jetzt der Anschluss. Ja? So, wenn ich ihn jetzt so rumdrehe, dann müsste ich den Anschluss hier haben. Habe ich auch. Aber ich krieg ihn nicht fest. Ey Leute, das ist doch... Nee,
Das ist doch nicht deren Ernst, oder? Dann geht's nicht. Also entweder bin ich zu doof oder das ist einfach wieder nicht genug nachgedacht konstruiert, die Geschichte. Also von der Idee ist das System ja gut, aber das ist irgendwie, da hat man zu schnell aufgehört. Oder ja, also ich glaube, ich muss mich mal bei Corsair bewerben, bevor die irgendwas auf den Markt bringen als Tester. Also wo ich denen von vornherein sagen kann, damit werden eure Kunden unzufrieden sein, wenn ihr so eine konstruiert. Weil das einfach, das ist doch wack, ist das doch. Das ist doch einfach nur wack. Das kannst du ja mit keinem logischen Menschenverstand erklären hier. Das ist also... Und vielleicht fällt mir gleich noch was auf. Ein. Auf und ein. Ja, Freunde. Machen wir ihn jetzt. Also ich habe sowieso nur diese zwei Kabel dabei. Das ist ja ein Witz eigentlich. Da muss ich das ja mit dem hier machen. Also das geht dann halt auch nur nach außen. Das kannst du ja nur so machen. Was willst du das denn anders machen? Das Problem ist halt, wenn man das Ganze im Livestream zeigt, dass man auch 5000 Mal die Kameras umstellen muss. Dass dann natürlich dieser Zipfel hier jetzt, der guckt mich natürlich jetzt an, wenn ich Schläuche nach rechts mache. Ne? Deswegen wollte ich das ja drehen. So, den hast du jetzt hier halt hängen, ne? Den anderen, den kann ich ja da hinten halbwegs unsichtbar dran schließen. Aber das ist doch Kacke, oder nicht? Das kann doch nicht deren Ernst sein. Hä? Ja, wer hat denn das auch schon mal verbaut? Habt ihr das auch so verbaut oder übersehe ich da irgendwas? Ja, sag mal, wer erfindet denn so ein Sch... Weißt du, wenn der Stecker hier wenigstens gerade wäre, ein gewinkelter und ein gerader, das, weißt du, dann könnte ich einen anderen Bogen machen. Aber wenn ich die Ayo jetzt hier einbaue, Freunde, von oben, jetzt könnt ihr es ja sehen. Guck mal, jetzt ist hier sind ja die Löcher. Seht ihr das? Das Kabel steht hier vor, hier ist die Scheibe. Dann muss ich das hier irgendwie so rumbiegen oder was? Das kann doch nicht deren Ernst sein. Ja, jetzt mal ganz ehrlich. Meinen die das ernst? Oder bin ich einfach zu doof gerade? Weißt du, du kannst den Stecker auch nicht andersrum drauf machen. Dieser hier, der kriegt auch eh schon Druck hier von dem Schlauch. Also, ich weiß ja auch nicht, wie viel die abkönnen. Oder muss ich den irgendwie so... Nee, so ist es doch viel zu kurz dann. Das ist doch nicht deren Ernst. Das kann mir doch keiner erzählen, dass die das ernst meinen. Und das hier, ich brauche ja irgendwie eins, was zum Controller geht. Ich muss das längere ja schon nehmen, um zum Controller zu kommen. Ich meine, das ist ja alles hier gut und schön. So, da kann ich jetzt hier den einen da reinstecken und dann, und fertig. Und dann ist das hier clean weg. Aber das, jetzt funktioniert das ja auch alles wieder nicht, ne? Das ist doch... Ja gut, hier geht er so gerade. Ja, und den dann so, oder was? Also für bald 400 Euro für so eine Ayo fehlt mir da ein bisschen mehr Entwicklung. Also die gewinkelten Stecker, alles gut und schön. Aber die Anschlüsse sind entweder zu weit außen oder das ist einfach nicht zu Ende gedacht. Guck mal, selbst wenn ich den ja in den Lüfter einstecke, das Kabel kann... Ab da, wo es flexibel ist, also bis hierhin geht ja der Stecker, der ragt schon über den Lüfter drüber. Nee, da muss ich los. Und die beiden Kabel sind ja dabei. Kannst du dir doch nicht ausdenken, ey. Also eine Alternative wäre natürlich... Puh, geht ja auch nicht. Irgendwo müssen wir ja auch die... Also theoretisch, ich bin jetzt gerade an überlegen, wenn 7 Stück gehen, dann könnten wir die 3 an der Seite, den einen unten und die 3 dran machen. Na, aber ich kriege jetzt zum Beispiel in dem Gehäuse dann auch wieder keinen Stecker dran. Ja, weil theoretisch könnte ich ja als Eingang dann hier den unteren Lüfter nehmen, da. Hoch und dann hier an diese 3 Lüfter, sodass ich hier an die... Alter. Eieiei, wer war das? Athos ist am Start. Sodass ich an die Ayo nur einen anschließen muss, ne? Also den zum Beispiel jetzt. Und ich die Lüfter... Aber es geht ja auch nicht, warte mal. Wenn ich jetzt die Schläuche so rum machen würde, ja, könnte ich die theoretisch so mit verbinden, wenn das Eingangssignal da reingeht. Warte mal. Ich könnte natürlich auch mit einem Eingangssignal in diesen Lüfter hier reingehen. Aber dann fehlt mir wieder ein längeres Kabel. Weißt du, wenn ich jetzt so ein Kabel nochmal hätte, dann könnte ich
könnte ich von hier reingehen und dann würde ich mit diesem Kabel die Lüfter oben anschließen und die AIO ist dann eh separat. Beziehungsweise kann ich die AIO nicht auch mit denen hier? Ja, ich habe zwei lange Kabel, das ist richtig. Und die zwei langen Kabel, die sollen die hier in diesen Controller reingehen. In den Kumpel. Weil der hat hier einen Eingang und hier einen Eingang. Und eine Adam Riese und Eva Zwerg sollen pro Seite nur maximal 7 Komponenten dran sein. Ja, das haben wir jetzt alles festgestellt. Also in derselben Zeit, da hätte ich die Lüfter alle einzeln jetzt schon längst verkabelt, ne? Ja, die AIO muss ein Kabel zu Kabelbox haben, ja. In der AIO kannst du nur 6 Lüfter anschließen. Wenn die AIO mit in der Reihe drin ist, richtig. Na, wisst ihr, was ich die ganze Zeit überlege? Wenn ich 7 Lüfter anschließen kann, dann könnte ich ja theoretisch diese Lüfter hier mit diesen hier verbinden. Dann habe ich 7 Stück. Und dann lasse ich hier dieses Kabel an der AIO dran. Und hier, da, an die AIO selber, mache ich nur noch den Hecklüfter dran, als Beispiel. Wenn jetzt die Schläuche so rum wären, ne, dann würde das gehen. Dann bist du hier von dem ganzen Kabelwust, bist du cleaner. Weil dann hättest du, dann habe ich hier dieses eine Kabel, ja, was ich dann so rum machen würde, quasi nach hinten weg, ne? So, dann würde ich den hier noch mit anklemmen. So, dann habe ich hier AIO und Hecklüfter dran und diese hier, die würde ich dann einfach mit einem Y-Kabel hier anschließen beispielsweise und dann mit da verbinden, mit da. So, dann muss ich aber nur wiederum den hier unten, weil irgendwo muss ja wieder mit dem Eingangssignal reingehen. Ja, aber wir wollten ja Schläuche so rum machen, dann machen wir das jetzt so, wie das halt vorgesehen ist. Wie stand da, die neue Kamera ist zu warm, ist die schon überhitzt oder was? Ist aus. Ja, das, ja. Ja, das taucht ja dann nix. Wenn die Overheating kriegt, ich meine gut, ich habe das Display auch angeklappt. Ah, warte mal. Ah, ich habe auch noch gar nicht in den Einstellungen, Sony typisch, kann man das ja einstellen, dass die, sag mal schnell, dass die sich nicht abschalten. Also hier, Heat Mode, Long Heat hier, lang heiß werden darf. Ja, die ist ausgegangen tatsächlich. Das muss ich höchst noch einstellen, Freunde. Konnte man das sehen oder was? Stand da Überhitzung? Das ist gut, dass ich aufgepasst habe. Warte mal, wo steht das? Ich habe alles Mögliche eingestellt, aber daran habe ich nicht gedacht. Leistungseinstellungsoption, ist das das? Energiesparen? Nee. Automatisch Temperatur aus, Standard hoch. Hier ist es schon. Die Aufnahmezeit priorisieren kann die Temperatur des Gerätes möglicherweise erhöhen. Möchten Sie die Einstellung ändern? Jo. So. Jetzt let's go. Jetzt kann sie das geben. Das muss man nämlich schon einstellen. Das ist ja bei Sony so. Da läuft sie. Eieiei. Nur Drama heute. Bildstand kurz, Kamera überhitzt, abkühlen lassen. Ja, Ben Toxer, bei den P12 geht's einfacher. Ja, das stimmt. Einfach alle ineinander stecken. Da. Ciri Zeller. 350 Bonuspunkte. Dritter Stream in Serie angeschaltet. Guck. Gerade auf YouTube geschaut, die haben alle das Problem mit dem Kabel, die olle Schlaufe, meine ich. Ja, ich habe noch kein YouTube-Video zu IQ-Link-Produkten geguckt. Da hätten sie einfach Bastelnerd ins Corsair-Studio schicken müssen. Hier, guck mal, wir haben uns was Neues ausgedacht, hätte ich gleich gesagt, mach mal weg den Quatsch. Ganz ehrlich, weißt du, was hier eine schnelle Lösung wäre für diese Geschichte? Dass die hier einfach ein Kabel mitliefern, was da drauf angepasst ist. Hier auf diese AIO-Geschichte, wo hier ein Stecker reingeht und der geht dann von mir aus nach hier hin rein. So, ohne, weil das ist ja dieses, was man auch im Zubehör kaufen kann, wo ich ja dieses Zweierpack von habe, ne? Und die brauche ich ja auch tatsächlich. Gut, dass ich wie die noch dazu genommen habe. Wir brauchen ja eins für den einzelnen Lüfter und eins für den Hecklüfter. So, also das wäre ja jetzt, wie gesagt, das wäre jetzt der Shortcut, wenn die jetzt hier einfach ein kürzeres Kabel anbieten würden, was jetzt von mir aus hier zum Beispiel mit einem geraden Stecker jetzt davor geht. Und dass das dann so quasi irgendwie ist, ne? Ich wüsste jetzt auch nicht, wie man das irgendwie anders... Ist einfach am Thema vorbei, das Ding. Wenn es wenigstens ein gerader Stecker wäre, dann hättest du die Schlaufe hier hinten mehr, weißt du? Das fällt ja nicht, das macht nicht so viel. Ja gut, es lohnt sich nicht mehr drüber aufzuregen. Ich muss mit den Sachen arbeiten, die geliefert werden. So, das ist halt eben so. Ich habe jetzt 5-mal hin und her probiert und mir fällt jetzt auch nichts Besseres ein. Alles andere entscheidet sich dann über Nacht bei einem Geistesblitz. Eventuell. Und falls einer fragt, hier weiße AIO, schwarze Schrauben, wen das stört, einfach den ganzen PC in schwarz bauen, dann hast du das Problem nicht. So. Ja, das ist schön, dass Kreativ-Eck und der Bauer das IQ-Link schon hat. Ne, Bastelnerd noch nicht.
Und ich habe den Kram von denen nicht geguckt. Ich konsumiere eher branchenfremd. Die meisten in meiner Branche, die machen nämlich eher, die konsumieren nur die Branche. Und dann machen die alles und plappern die alles nach, was die anderen schon erzählt haben. Bastelnerd da anders. Für alle, die es noch nicht gemerkt haben. Mich juckt das nicht, was die anderen da machen. Rege ich mich nur auf, wenn ich das gucke. Ist nicht gut für Herz. Wenn die wieder irgendwie 8000 MTS RAM empfehlen. Als Beste. Und sonntags die Leute dann bei mir hier reinkommen, eine Woche später, mein PC stürzt immer ab. Was kann das sein, Herr Bastelnerd? Ja, genau, El Ramo, ja. Ben ist zum Beispiel beim Fractal Design North auch nichts aufgefallen. Also das zumindest nicht, was mir aufgefallen ist. Ne? Mit dem, dass da nur eine Durchführung ist. Guck mal, hier haben wir wenigstens zwei. Schon mal ein bisschen mit Verstand mitgedacht. Aber ich hatte doch letztens noch ein Board. Das hatte wieder den CPU-Stromanschluss in der Mitte. Da wärst du hier auch aufgeschmissen. Ja, auf jeden Fall ist das Ben nicht aufgefallen. Aber das kommt davon, wenn man da auch keinen PC reinbaut, dann fällt einem das auch nicht auf. Ne? So sind sie halt. Hab ich doch zufällig auf TikTok entdeckt, als ich mit euch irgendwas an Handy zeigen wollte. Dass der da ein Video zugemacht hat zum Fractal Design North. Und das ist einfach ein massiver Kritikpunkt. Und das ist einfach, ist halt auch ein No-Go da, was die da gemacht haben. Interessant, dass die das da nicht ansprechen. Ja, hier machen wir die Schlaufe aber nach innen. So, das jetzt hier mit dem Kabel nachher mache. Ja, einfach so, ja, das so geht's. Hier klemme ich das einfach hier so hinter und geht's. Hier, habe ich jetzt hier oben so ein bisschen versteckt. Die Sache ist, wenn man das nicht weiß, ne, dann fällt das sowieso überhaupt nicht auf. Aber ihr wisst ja, ich bin da auch so ein bisschen Pingel, was das angeht alles. Ja, jetzt geht's. Guck mal, wenn ich das hier oben so ein bisschen in die Ecke lege, habe ich mich vielleicht doch ein bisschen zu viel umsonst aufgeregt. Das ist aber... Ah ja, so, warte mal. Und den legen wir jetzt nach hinten. Ja, passt. Ja. Und dann muss auch dieser da dran, ne? Der USB-C. USB-C auf Pfostenstecker. Hä? Das ist ein bisschen kurz, ne? Also, hätte man noch ein längeres Kabel nehmen können. Was ist denn das? Ganz stramm gezogen 60 vielleicht. Aber ich muss halt hier unten ans Mainboard dran, ne? Also ist ja egal von wo. Ich muss ja immer von einer Ecke von oben, also welchen Radiator im Deckel baue, was viele machen, muss ich ja... Mit dem Kabel entweder von hier oder von hier, von der oder von der Ecke, also von der oder von der, muss ich ja nach ganz unten, ne? An den USB 2.0 Pfostenstecker und der befindet sich hier. Und da sind 60 cm immer ein bisschen knapp bemessen. Also von der Seite würde es gut gehen. Ja? Ah ja, wollen wir mal nichts sagen, ne? Und der ist dann nicht gewinkelt, ich verstehe das alles nicht. Ich kann das alles nicht mehr hier. Guckt euch das doch an. Was soll denn das? Das ist doch... PC-Bruch-Challenge. PC-Bau-Bruch-Challenge ist das hier. Oh, das ist doch nicht deren Ernst, oder? Meinst du, das soll so? Ja, ne? Soll so. Haben die sich so gedacht. Das sieht ganz super aus. Du, dafür, dass der Kunde jetzt hinten auf der Rückseite nicht mehr so viel Kabelsalat hat, können wir ja ein bisschen mehr Kabelwust in den sichtbaren Raum einbauen. Das ist doch gut, oder nicht? Das ist doch eine super Erfindung. Weil vielleicht kaufen die dann unsere QL-Lüfter wieder. Ja, ich meine, klar ist das die wüsteste Stelle. Deswegen wird es hier halt nicht so viel auffallen, ne? Wenn du Schläuche links machst. In diesem Bereich fällt das nicht auf. Hier fällt das natürlich auf. Gerade, weil du hier diese Panoramascheibensicht hast, ne? Was ausprobieren. Also Ayo-Seite, das könnt ihr vergessen. Ne? Das bei modernen Gehäusen ist das vorgesehen schon, dass die Ayo in Deckel kommt, Freunde. Weil, wie ihr hier seht, haben wir jetzt hier Platz zum Mainboard. Wir haben zwei Nachteile, wenn wir ein Ayo in die Seite bauen. Wir haben zu viel Kopfraum da drüber. Das ist optisch nicht schön. Und zum Beispiel jetzt bei diesen Lüftern oder bei den Lianli Infinity Lüftern. Du siehst von den Lüftern gar nichts mehr. Die verschwinden hier hinter, wo jetzt der Radiator ist. Das sieht man schon so, dass das so richtig ist. Also dieses Radiator-Seite, das könnt ihr vergessen. Wo ich mich jetzt noch drauf einlasse, ist, dass ich die Ayo auf die andere Seite mache, die Schläuche. So guckst du halt hier vor, ne? Wo ist die Scheibe? Warte, ich setze die jetzt rein. Wie viel sieht man davon?
Da ist ja auch noch ein viel weißer Rahmen. Vielleicht ist das auch alles gar nicht so schlimm. Ja, so sieht's dann aus. Ja, siehst du voll halt, ne? Ja, ich meine, gut. Man guckt da natürlich jetzt hin, weil man's weiß. Eben habt ihr noch alle, wart ihr alle, die meisten haben gesagt, Schläuche rechts, ne? Ja. Was sagt mir das wieder? Gar nicht fragen, einfach so machen, wie ich das für richtig halte. Trollen eh alle nur. Gefühlt. Dann seid ihr nachher an Meckern wegen der Schläuche. Dann ist was mit der Schläuche. Schläuche im Weg, hängen auf der Grafikkarte, was weiß ich. Wir sie werden sehen. Das ist halt immer das Gleiche. Und das ist halt auch das, was es halt immer so... Das ist halt diese individuelle PC-Fertigung, ne? Das macht kein anderer. Das macht kein Systemintegrator, fängt jetzt hier fünfmal an, das hin und her zu schrauben, bis das irgendwie am besten aussieht. Das wird da so eingebaut, wie der Hersteller das vorgesehen hat und fertig. Keine weiteren Fragen stellen. Froh sein, dass der PC läuft. So ist das halt. Weißt du, wenn jetzt nächste Woche drei Leute nochmal genau das gleiche System bestellen würden, dann wäre alles ja gar kein Problem. Dann wüsste ich, wie ich es machen muss. Aber so hätte ich die AIO mal schon diese Woche ausgepackt, die andere. Dann hätte ich schon mal gewusst, auf was hier auf mich zukommt. Freunde, ich kann euch sagen, ich habe ja kein YouTube-Video geguckt, aber ich habe mich lange auf Corsair auf der Seite beschäftigt mit IQ-Link. Und ich hatte da genau diese Fragezeichen, hatte ich alles. Hä, wie soll das denn jetzt, muss dann das Kabel da nochmal extra dran und und wieso? Und dann habe ich ja dann so einen Zupfel dann da um die Ecke, was soll das? Genau das habe ich mir alles schon gedacht. Aber letztendlich... Kannst du dir viel angucken und so, wie gut oder wie schlecht etwas wirklich ist, das siehst du wirklich erst, wenn du da selber mitarbeitest. Und wenn du dann vor diesen Herausforderungen stehst, wie wir jetzt hier gerade welche haben. Und das nicht nur einfach funktionieren soll, sondern auch vernünftig aussehen soll. Das ist ja die Sache. Funktionierenden PC zusammenbauen, das ist kein Hexenwerk. Für manche dann doch auch schon noch, aber dass es dann funktioniert, aber vernünftig aussehen ist nochmal eine andere Nummer. So, jetzt baue ich ein Radisorum rein. So, dass wir diese ganze Kabelgeschichte hier haben. Also das eine haben wir dann auch schon mal weiter versteckt. Also diese Schlaufe. Warte mal, ich muss mal just den Radi mit vier Schrauben hier fixieren, damit der hier nicht irgendwie rausfällt. Aber trotzdem mal hin und her schieben können. Ja, Corsair ist schlechtesten Lüfter, das ist ja auch wieder Quatsch, Tomek. Im Endeffekt, worüber wir hier diskutieren, das ist einfach eine Fehlkonstruktion von den Anschlüssen hier. Mehr nicht mehr und nicht weniger. Und das an dieser AIO halt. Das ist halt ein bisschen unglücklich gelöst, sagen wir jetzt mal so. Aber du, das können andere Hersteller auch. Ne? Ich sag nur lieber an die Trinity AIO. Irgendwelche alten Controller dabei packen, wo auch keiner durchsteigt, wie das nachher angeschlossen werden soll. Also da tun die sich alle nichts. Da kann auch ganz ehrlich gesagt jeder das kaufen, was er gerne möchte, wo er Fan von ist, was er gut findet. Weil das ist ja das Schöne an diesem PC-Bau, ne? Dass wir ja alle das bauen können, so wie wir das haben wollen. Der eine ist halt davon Fan und der andere ist davon Fan. Ich kann euch sagen, jeder Hersteller hat Renner und Panner im Regal. Jeder. Es gibt keinen durch die Bank weg Besten. Das ist genau wie bei Autos auch. Gibt's von Mercedes, gibt's auch Krücken und gibt auch gute Autos, vom BMW auch, vom VW auch und von allen anderen auch. So, das haben wir jetzt hier dran. So, was ist jetzt mit dem Hecklüfter? Wie schließen wir den jetzt an? Was haben wir jetzt falsch gemacht? Was habe ich jetzt angeschlossen? Das ist das. Irgendwo muss ich ja noch reingehen. Nee, nichts andersrum. Also ich gehe hier mit dem Signal rein, dann gehe ich von da rein. Dieses System, ne, das lacht mich so aus heute. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das ist ja das, was ich eben gesagt habe. Wir müssen eigentlich in den Hecklüfter reingehen mit dem Starter hier. Mit dem Starterkabel. Die Frage ist, ob das alles passt gleich noch. So, mit dem Starterkabel müssen wir in den Hecklüfter reingehen von unten. Das ist ja, wie ich das eben schon gesagt habe. Ich muss ja irgendwo starten. Hier komme ich nicht rum. Leider. Um die Ecke. Das geht nur so. Das ist aber annehmbar. Das wäre annehmbar, wenn das Kabel da bleibt. Also würde es ein bisschen Drall drauf geben, dann geht das auch. So, und dann gehe ich hier in LIO rein. Und der geht dann in die Lüfter rein. Und dann kommt natürlich noch dieser hier dran, der USB-C. Jetzt habe ich mir den verbaut, ne? Wo kommt der? Alter.
Ich habe natürlich beide jetzt nach links, also nach rechts gemacht von euch aus gesehen. Nach hinten. Jetzt habe ich mir aber den USB-C-Stecker natürlich zugemacht mit einem gewinkelten. Ey, das ist so. Na sicher, der ist auf dieser Seite. Dann muss das Kabel nach so rum. Das geht aber noch. Sieht besser aus als auf der anderen Seite. So, das muss dahin. Jetzt haben wir's. Freunde. Es wird was. Wir sind bald fertig mit der AIO-Limitation. So, so sieht's dann aus. Ist das besser? Also dieser USB-C-Stecker ist einfach... Das ist einfach komplett... Das nervt ja komplett, ne? Gut, dass die Kabel weiß sind. Ja, besser als wenn du von hier so drauf guckst. Das finde ich auch. Im Endeffekt, du guckst so rein, ne? So, da interessiert dich hier hinten die Ecke, die interessiert dich nicht, wenn du so reinguckst in den PC. Weil du guckst ja, im Prinzip guckst du so rein. Da juckt dich hier hinten die Ecke gar nicht. Hier unten, das ist ja alles schön. Das ist schön clean hier unten. Seht ihr das? Hier geht ein Kabel weg, dann geht's hier hin. Das ist super hier. Auch hier oben kaum störend. Da könnte man ja auch noch ein Zubehör sogar noch einen mit Winkel kaufen. Was mit Sicherheit, wo du mit Sicherheit auch einen mit Winkel brauchst. Gerade bei etwas kompakteren Gehäuse, wo dann auch wirklich fast nur drei Lüfter reingehen. Da bist du nämlich dann mal schnell limitiert, ne, wenn du da keinen gewinkelten hast. Weil du dann da irgendwo gegenstößt. Ne, also das ist wirklich schön. Das könnte ich sogar noch ein bisschen schöner machen, sehe ich gerade. Indem ich das hier komplett hinterher lege. So, genau. Dann ist es noch ein bisschen cleaner. Hier oben sind nämlich sowieso diese Kabel vom Gehäuse. Das ist schön. Aber das an der AIO, das ist einfach nicht nachgedacht. Das ist nicht, oder nicht zu Ende gedacht, sagen wir mal so. Nicht nachgedacht wäre vielleicht ein bisschen falsch, nicht zu Ende gedacht. So, wie ich sagen, passt es. Die auch ein bisschen höher. Können ruhig so in der Höhe. Ja, wir das nachher mit den Schläuchen lösen. Ich würde irgendwie sagen, in diese Richtung wird das dann gehen. So wie ich das früher bei Lian die O11 auch oft gemacht habe. Und das geht hier easy mit den Schläuchen, weil die sehr flexibel sind. Weil wenn du die so standardmäßig einbaust, das kannst du ja komplett vergessen. Ne? Die lummern ja nur auf der Grafikkarte rum. Schnecke. Schnecke könnten wir noch machen. Hauptsache kannst du Display drehen, das weiß ich gar nicht. Beziehungsweise bei AMD habe ich auch ein bisschen Richtungsvorgabe, ne? Weil wir ja nicht quadratisch unterwegs sind, sondern rechteckig. Schnecke würde auch gehen, wenn ich das bei AMD so machen kann. Aber ich glaube, ich kann nur so, entweder Schläuche da oder Schläuche so. Wir werden das gleich sehen. Zu wild, dir Bild! Du machst das schon, ja sicher mache ich das. Wofür brauchst du eigentlich den USB-C an der AIO? Ich dachte, du nutzt den Hub. Ja, brauche ich den nicht oder was? Für mich heißt das, ich brauche den. Weil hier auch eine Kabelpeitsche bei ist. Und den Controller, ne? Die haben einen neuen Controller entwickelt. Also da merkst du ja auch so ein bisschen, dass das alles irgendwie durcheinander läuft, ne? Ich meine, die haben ja jetzt hier diesen neuen Controller entwickelt. Den hier, ne? Für das neue System. So, an der AIO haben wir ja einen USB-C-Stecker, ne? Und was haben wir hier? Micro-USB. Kann mir das einer erklären? Was die Logik dahinter? Okay, also der USB-C, den brauche ich. Weil sonst, warum ist sonst hier eine USB-Peitsche bei, ne? So, weil einmal kommt der Controller, kommt an den einen von der Peitsche und der USB-C kommt an die andere Seite. Das war auch schon früher so bei den Corsair AIOs, dass immer ein USB der RGB-Controller gekriegt hat und ein USB der Pumpenkopf. Weil da halt, ich weiß nicht, wo Daten halt ausgelesen werden. Ich vermute, dass nämlich diese breiten Stecker, die wir da jetzt, wo wir jetzt so ein Hackback mit hatten, die sind nur dafür da, die RGB-Kirmes zu steuern und die Lüfter mit Strom zu versorgen, also RGB und Drehzahl und nicht irgendwelche extra Geschichten fürs Display. Also als Datenleitung nochmal fürs Display. Deswegen müssen wir da nochmal so ein USB-C-Apparat dran machen. So, und hier in den Controller, da kommt nochmal hier so ein Lüfter-Nuffi. Wie kommt denn der jetzt hier rein? So rum. Ah, okay. Ist auch wieder nur, der liest nur die Drehzahl aus, ist nur einadrig, ne? Deswegen kommt der auch ganz nochmal auf CPU-Fan, damit er dann dem Mainboard sagt, yo, hier dreht sich ein CPU-Lüfter. In Wahrheit ist es aber dann die Pumpe, die Drehzahl der Pumpe.
Nein, brauchst du nicht. Ja, der eine schreibt, brauchst du, der andere schreibt, brauchst du nicht. Also laut Anleitung brauche ich den. Ich kann ihn ja, wenn es nachher zusammengebaut ist, mal zwischendurch machen. Dann habe ich super Content für ein neues Short. Dann nehme ich hier genau den Kommentar, kopiere ich da raus von Andal 1985. Dann kannst du dich morgen auf YouTube und auf Instagram und auf TikTok wiederfinden. Sag ich, Andal 85 hat gesagt, USB-C brauche ich nicht. Ich werde ihn jetzt mal abklemmen und dann gucken wir mal, was passiert. So ein Ding ist das. Vorsicht, was du schreibst. Wir werden das sehen. Ich glaube, die wenigsten von euch haben bis jetzt so eine IO verbaut. Da gibt's ein paar, denen glaube ich das, aber die meisten eher nicht. USB-C wird nicht benötigt, wenn du einen Hub hast. Schreibt der Nächste. Ich weiß auf jeden Fall, die meisten, die hier zugucken, die gucken immer zu, weil sie das selber wissen wollen, wie es geht. Und nicht, weil sie schon wissen, wie es geht, weil dann interessiert die das eigentlich gar nicht, weil es langweiliger Content, weil die das schon wissen. Ne, das weiß ich wohl. So, das kommt auch noch da rein. Ich hätte das auch alles Offstream bauen können. Ne? Und dann beim nächsten Mal, wenn ich die Corsair IO verbaut hätte, gesagt, ja hier, Freunde, so wird's gemacht. Ganz einfach. So ist das halt mit neuen Produkten. Ne? Also, wir haben hier ein fantastisches X670E A-Gaming Wi-Fi Mainboard. Aber wir wollen erstmal reingucken. Ne? So, was haben wir hier? WLAN-Antenne drin? Ich wollte gerade sagen, wo ist die WLAN-Antenne? Die ist aber drin. Also hier ist er auf jeden Fall. Die Haiflosse zum Hochklappen. Aber die werden wir heute nicht verbauen. Einfach hinten anschließen, fertig. So, ja, schönes Mainboard, 4080 Soundchip. A-Gaming-Serie sowieso beliebt immer bei White Builds. So, Asus liefert auch noch ein Handbuch mit, im Gegensatz zu Corsair bei der AIO. Oh, wir haben jetzt auch noch so ein Lanyard dabei, oha. Dann hier diese Klebepads für die M2. Ich glaube, die Fury Grinding Gate hat aber auf beiden Seiten Chips. Warranty Card, bla bla bla. So, mal gucken. Und dann haben wir noch SATA. SATA-Kabel und dann nochmal hier für andere M2. Oh, Kabelbinder liefern die jetzt auch sogar mit. Ersatz-Wärmeleitpad und dann hier nochmal diese Abstandsdinger für SSD. Okidoki. So, Handbuch theoretisch brauchen wir auch nicht, weil wir da nichts nachgucken müssen. Weil wir hier bei AMD nicht das Problem haben mit irgendwie M2-Sharing und so. Und wir verbauen eh nur einen. So. Sieht aber nice aus. Doch. Kann man nicht anders sagen. Hier können wir aber ins Detail gehen jetzt, wa? Ja, wir haben natürlich wieder massiv viele Aufkleber, Asus-typisch, normal, ne, überall hier. Ich weiß gar nicht, wo du anfangen sollst. Hier ist einer, auf dem Soundchip ist einer. IO-Shield. Also das macht Asus ja auch Spaß, ne? Diese Folien da drauf machen. Das finden die gut. Hier ist auf jeden Fall noch Folie drauf. Aber ich finde den Start nicht. Hier vielleicht. Da haben sie keinen so einen Zipfel dran gemacht. Doch, hier ist er.
der ist hier. Ach ja. Sockel. Dann müssen wir erstmal für unsere AJO das Befestigungskit drauf montieren. Ja, USB-Feuer hat das viel, ne? Ja. Das ist natürlich dem X670E-Chipsatz sei Dank oder generell dem X670. Der hat ja quasi zweimal Chipsatz drauf, ne? Deswegen hat er natürlich auch ein bisschen mehr Anschlussvielfalt als ein B-Chipsatz. Eine Meinung ist nach wie vor, ein B reicht auch. B650, aber dann mit E, damit wir PCI Express 5.0 haben. Wer jetzt nicht so viel USB braucht. Ansonsten haben wir natürlich hier die volle Bandbreite. Ne? Was haben wir denn da? 1, 2, 3, da sind alles 10 Gigabit. 7, ein USB-C, 2, oder BIOS und so, sind 2.0. Dann nochmal ein 20er und nochmal wahrscheinlich irgendein schneller. Und 2,5 GLAN und dann hier WLAN-Schnittstellen und dann HDMI und DisplayPort haben wir natürlich auch nochmal dran, weil ja, wir haben auch integrierte Grafik beim Ryzen-Prozessor. Ne? Und das hier, diese Sachen, die sind auch tatsächlich weiß. Ne? Also man kann es von der Kamera kann man es fast nicht erkennen, aber diese Sachen sind silber und das hier ist weiß. Oh, hier ist auch noch eine Folie. Hier auch mit dem Auswerfknopf für die Grafikkarte. Das ist eigentlich mit die geilste Erfindung. Und das hier ist auch weiß. Also letztendlich nachher sitzt hier sowieso die Grafikkarte vor und deswegen ist es nicht verkehrt, dass das hier für den Whitebild, das hier auf jeden Fall weiß ist und das geht dann hier in den Silber über. So, da müssen wir jetzt just hier die Dinger drauf montieren. Was baust du PCs im Kundenauftrag zusammen, wenn man die Teile neu zu Hause hat? Also wenn du hast schon Teile zu Hause oder was? Das mache ich eher nicht. Also wenn, dann begleite ich von Anfang bis Ende, ne? Nicht irgendwie was angefangen zusammenzufummeln. Und dann hier einfach Bastelnerd geben und der soll man fertig machen. Das kannst du vergessen. Also wenn, dann will ich auch schon mal bei der Konfiguration dabei sein, damit das nicht irgendeine Geisterbahn ist. Und grundsätzlich, wenn das schon irgendwie sowas Angefummeltes ist, das habe ich in der Vergangenheit zu oft gemacht und zu oft viel zu viel Zeit drin verpulvert. Weil es einfach undurchdacht irgendwas zusammenkonfiguriert, zusammenbestellt. Irgendwelche Wünsche, die man damit erreichen wollte, die mit dem System so gar nicht umsetzbar sind. Und auf diesen ganzen Hackmack, ehrlich gesagt, habe ich keine Lust mehr. Das muss ich mir nicht mehr antun. Wenn jemand einen PC haben will, dann können wir den gerne zusammen durchkonfigurieren, die Klamotten bestellen und wenn die Klamotten da sind, dann zusammenbauen. Aber da kriege ich häufiger Anfragen hier mit irgendwie Teile schicken und so. Mir braucht gar keiner irgendwas sowieso schicken, weil das immer so eine rechtliche Geschichte ist. Wenn die Klamotten hier Schrott ankommen, bin ich halt immer in der Pflicht, ne, zu beweisen, mehr oder weniger hat er das Schrott losgeschickt oder hat die Post das Schrott gemacht. Das ist, kannst du vergessen. Da kannst du dich bei Senshini bewerben, bei Pimp My PC oder was weiß ich, was der da alles für Formate macht. Kannst du da dein Glück versuchen, ich nicht. Knopfzelle gut erreichbar, jo. Das ist durchdacht. Durchdachter als die Kabel bei der AJO. So, jetzt wird Deckel aufgemacht hier. So viel Kameras hier. Weiß gar nicht, was ich zuerst einschalten soll. So, den muss ich schon mal abnehmen. So, jetzt kommt L-Prozessore. Also, um dich kurz nochmal abzuholen, Matze, weil du ja Werbung hattest. Ich baue gerne PCs zusammen, auch für dich. Aber an deiner Frage lese ich schon, ob ich da irgendwie was baue, wenn man die Teile neu zu Hause hat. Das meistens sind das immer so eine Anfragen. Irgendwie was bestellt, irgendwie was versucht zusammenzufummeln, irgendwie nicht geklappt. Und jetzt brauche ich Hilfe. So, da bist du bei mir falsch aufgehoben. Weil ich baue nur was zusammen, wo ich auch selber die Konfiguration gemacht habe.
Weil ich weiß, dass das funktioniert und dass das passt zusammen. Und wenn es halt nicht passt, dann weiß ich, dass ich der Dumme bin. So, da stelle ich auch nicht mehr für in Rechnung oder sonst irgendwie was. Aber von irgendwelchen Leuten, irgendwelche Konfigurationen zusammenfummeln, die sich da irgendwas vorgestellt haben, wie das alles werden soll, was dann so alles gar nicht funktioniert und so, da habe ich, das habe ich schon zu oft gemacht und schon zu oft viel zu viel Zeit mit verbrannt. Also Zeit verbrannt, indem ich denen versucht habe, das zu erklären. Zeit verbrannt, indem man dann irgendwelche Sachen nachbestellen musste, die dann nicht verfügbar sind, drauf gewartet hat und sowas alles. Ich weiß ja nicht, wie das jetzt bei dir der Fall ist, ob die Klamotten noch zu sind. Also die Sache ist halt immer, hier irgendwas vorbeibringen und schicken, was irgendwie schon offen ist und so, ist halt immer schwierig, ne? Weil ich ja halt nie weiß, was ist damit passiert vorher. Warum sind die Klamotten offen? So, nur einmal reingeguckt oder rumgefummelt, Quatsch mitgemacht. So, und ich bin dann immer nachher in der Haftung drin. So nach dem Motto, wenn dann irgendwas nicht geht und so, ja, basteln, das hast du kaputt gefummelt. Ja, beweis mal das Gegenteil. So, deswegen mach ich so einen Quatsch nicht. Kannst du bei Senchili anfragen, bei Pimp My PC und was der da alle macht. Vielleicht baut der dir den zusammen. Ich nicht. Ja, looks good. Kein weiterer Handlungsbedarf. Manchmal klappt's auch mit zweimal drüberziehen. Was erzählt ihr da schon wieder für Märchen? Was lese ich da schon wieder? Durch die SSD wird die Grafikkarte auf X16 3.0 laufen. Schon wieder was, da wurde schon wieder was nicht verstanden, glaube ich. Kann das vielleicht sein? So, ach SSD, das ist ein gutes Stichwort, die müssen wir auch noch einbauen. Eigentlich baue ich die ja vorher ein. So, hier können wir die ruhig oben einbauen, ne? Um euch kurz abzuholen, wir machen heute AMD. Das Problem ist bei Intel 12., 13. und 14. Generation. Und dann auch nur, wenn so ein Slot mit PCI Express 5.0 beworben ist. Und das ist aus dem einfachen Grund, weil die CPU zwar 20 Lanes hat, aber halt nur 16 mit 5.0, die anderen 4 sind 4.0. So, Fury Renegade kommt rein. 7300 lesen, 7000 schreiben. Also eine mit der schnellsten PCI Express 4.0 SSDs. Genau, die hat beide Seiten. Chips. Können wir ganz klar sehen. Deswegen kommt in dem Fall auch hier die Folie ab, weil wir jetzt Kontakt zu der haben, also zu dem Wärmeleitpad. Naja, hat Kontakt auf jeden Fall zum Wärmeleitpad, merkst du. Muss schon ein bisschen runterdrücken, damit du den hier hinten eingehakt kriegst. So. Und dann natürlich hier. So, fertig. Die sitzt gut ins Sandwich. Willst du die AIO kaufen, aber erst in 3-4 Monaten einbauen? Ob das dann schlecht ist, wenn die so lange in der Originalverpackung rumliegt? Also ganz ehrlich, also wie kommt man zu dieser Annahme? Da muss irgendwas, ich habe da letztens erst einen Short zugemacht, weil ich die gleiche Frage gekriegt habe.
Und ich dachte, das ist irgendwie verarscht oder so. Aber da muss irgendeiner, muss da irgendwas, irgendwo muss da irgendwas im Internet rumkursieren. Also das spielt natürlich überhaupt keine Rolle, ob die zwei oder drei, vier Monate bei dir rumliegt oder ob die beim Händler im Regal liegt oder im Lager. Das spielt überhaupt keine Rolle. Da wird nichts schlecht dran oder sonst irgendwas. Die kannst du auch in einem Jahr einbauen. Also natürlich altert Material immer und Kunststoffe und sonst irgendwie was. Aber da sind wir halt weit davon entfernt, dass das hier irgendwie zu Neige geht, die Geschichte. Da habe ich echt, da habe ich einen Short zugemacht. Schon vor 3-4 Wochen. Da hat einer genau die gleiche Frage bei YouTube irgendwo in die Kommentare gestellt. Ob das schlimm ist, wenn die Ayo ein bisschen länger rumliegt. Weißt du, die Frage, die ich mir stelle, die viel berechtigter ist bei so einer Ayo, ist, was passiert, wenn du jetzt so eine Ayo bestellst und wir haben demnächst irgendwie fetten Winter mit 15 Grad minus oder auch 20, hat es ja auch schon mal gegeben. Und du bestellst die und bist nicht zu Hause und der Paketbote schmeißt die in die Packstation und da bleibt die dann 3 Tage drin liegen, weil du das erst Montag in den Briefkasten guckst und der hat die Freitag da reingepackt und dann merkst du erst, ich wundere mich schon, wo die Ayo ist. Ach, hat er eine Packstation abgegeben. Ist die dann kaputt gefroren oder nicht? Das ist die Frage, die man sich stellen muss heutzutage. Also die stelle ich mir zumindest. Und das mit dieser Ayo, mit diesem Lagerproblem, also das muss doch irgendeiner, muss doch da irgendeine, da muss doch irgendwas auf TikTok oder irgendwo muss doch da wieder irgendwie sowas rumkursieren. Da kannst du mir doch erzählen, was du willst. Das ist doch keine normale Frage. Oder das sind irgendwie engagierte Trolle. Das ist ja, das kannst du ja auf jeden elektronischen Artikel kannst du das dann ja, was ist denn, ja, wenn jetzt meine PlayStation da, kann ich die jetzt kaufen oder muss ich die dann jetzt sofort auspacken und mit zocken oder kann die auch noch bis Weihnachten liegen bleiben? Oder wie oder was? Also, oder meinst du, weil hier Wasser drin ist? Stell ich mir auch die Frage, wenn die ja destilliertes Wasser bei Rossmann verkaufen, ne? Muss das dann in den nächsten 3 Wochen schon verkauft werden oder kann man das auch noch in 3 Monaten dann nehmen? Oder wie? Oder was? Oder schimmelt das dann? Was soll denn damit passieren? Ich verstehe die Frage einfach nicht. Ja, aufs MHD schauen, genau. Mindesthaltbar bis. Also ich kenne bei PC-Hardware nur Herstelldatum. Das steht öfter mal drauf, auf dem RAM oder so. Wenn er noch warm ist. Ich habe heute noch RAM gekriegt, der war noch warm. Warte, hier. Guck mal hier. Da. November 23 hergestellt. Der ist noch richtig warm, ist der noch. Den kannst du noch gar nicht einbauen, so heiß ist der. Ich muss das Mainboard einbauen hier. Sonst flippe ich gleich aus. Neue RAM-Ernte. Neue RAM-Ernte. Leute, ich schreibe schon nur noch Blödsinn hier. Das hat es auf Twitch Deutschland noch nicht gegeben. Diese Einstellung für Mainboard-Einbau. Hier oben ist das Kabel tatsächlich im Weg von der Ayo ein bisschen. Alter. Und hier ist das USB im Weg. Ansonsten kommen wir natürlich hier super rein. Aber sieht schön aus, hinten auch mit der weißen Blende. Hier, das USB-Kabel, das hing mir hier schon davor. Und bei Fantex Gehäuse, hier gibt es auch die Kabelbox. Das ist doch nice, oder? Endlich mal, Schraubenbox. Endlich mal wieder eine Schraubenbox. Nian Lee macht das ja mittlerweile auch. Das gefällt. Und silberne Schrauben. Das gefällt auch. Beim weißen Gehäuse. Haben die auch mitgedacht. Und die ganzen Dingens werdet ihr euch auch wundern. Ne? Die ganzen Anschlussstecker. Alles in weiß. Das habe ich bei keinem Gehäuse bis jetzt gesehen. Also das Case ist wirklich super, ja. Aber ein bisschen Abzüge B-Note habe ich aber auch schon. Kein Fliegennetz-Staubfilter in der Seite und im Deckel. Dafür aber unten. Also Deckel muss auch nicht unbedingt sein, pustet eh raus, aber Seite hätte ich schon schön gefunden. Unten haben sie es ja auch gemacht. Ne? So. Dann haben wir jetzt hier El Ayo. Dann machen wir natürlich jetzt die Paste runter, weil wir haben ja jetzt
die teure da drauf gemacht. Diese hier hätte mit Sicherheit auch funktioniert, aber... Wir machen ja nur Beste, ne? So, einmal nochmal mit Alkohol hinterher. Ne, siehst du, die kann ich nämlich nur von hier dran machen. Beziehungsweise die Dinger mache ich, die Schrift mache ich nach unten. Das heißt, ich muss die Schläuche entweder rechts oder links machen. Dann machen wir die so. Und dann kommen die nachher hier hinter. So, dann fallen sie am wenigsten auf. Schwabbeln die nicht irgendwo durch ein Gehäuse und hängen nicht auf der Grafikkarte. Das ist echt schön, dass die so flexibel jetzt sind. Ne? Also es gibt auch viele Vorteile, die neue Alu hier. Also die Schläuche, das ist super. Das ist ja eine Methode, mache ich ja sonst oft. Also bei Lian Li O11 habe ich die oft gemacht, so. Weil es ist halt, weniger Schläuche kannst du halt nicht sehen, also, ne, also kannst du nicht machen bei einer Ayo, also, das ist halt einfach das Minimal, was du an Schlauch siehst dann. Die haben dieses ganze Ding ist auch ein Stück weiter nach links gerückt. Also du hast hier komplett Platz, ne? Also auch wegen Vollbestückung RAM. Ich meine, ja, ist nur schade, dass jetzt gerade nicht geht. Vernünftig. Weder bei AMD noch bei Intel. Aber wäre hier problemlos möglich, ne? Also wir haben richtig Platz hier. Gefällt gut. Jetzt alles abgezogen vorher. Hat sich so komisch angefühlt am Ende, als wenn das... Ja, ist es auch. Ist eingerissen, die Folie. Ist nicht komplett ab. Da ist noch ein Stück drauf. Ah, sieht doch gut aus. RGB-Farben für ein White-Bild. Also ich bin jetzt großer Fan von Pinky und Türkiso. So Cyberpunk-mäßig. Ja, es sieht jetzt schon nach ein bisschen PC aus. Das ist so krass, ne? Wenn man jetzt von diesem Apex-Mainboard ist, man so verwöhnt, wie das schwarze PCB halt so rausdrischt, ne? Gegenüber dem Apex. Grün-Rot, Farbänderung, ja. Das bleibt ja jedem selbst überlassen, ne? Einfach ausprobieren, das ist ja das Schöne bei RGB. Also, hier haben wir unsere Anschlusskabel, ne? Hier, guck mal, alles in weiß. USB, sogar der Audio, der Power-Dingens, alles. Achso, der kommt von IQ. Richtig geil. So, jetzt müssen wir die aber anschließen, just. Wollen wir mal hier losmachen. Die sind noch eingesperrt. USB 3.0.
Also das ist wirklich nice, dass sie hier weiße Kabel dabei packen. USB Key A. Dicke Seite nach unten. So, Audio. Und Frontpanel-Anschluss-Dings haben sie auch einen Stecker für. Ja, die müssen wir tatsächlich dann hier durch diese Lasche dann machen. Wo, da ist auch so eine Lasche frei. Ist aber tatsächlich sogar nur... Das ist jetzt auch mal wieder was ganz Interessantes. Die meisten haben ja in der letzten Zeit nur noch Power-LED und Power-Knopf. Dieses Gehäuse hat Power-Knopf und den Reset belegt und hat tatsächlich hier einen Reset-Taster oben drauf. Hier, der hier, der ganz kleine. Reset, Power und hier ist Beleuchtung. Beleuchtung und M für Beleuchtung und USB-C und zweimal USB-A-Kopfhörer-Mikrofon. Und hier ist tatsächlich ein Reset. Tigerfibel, hast du nicht noch eine defekte Lianli? Ja, die ist aber kein Wasser mehr drin, Tigerfibel. Die sind ja beide aufgeschraubt. Also, die Sache ist klar, wenn ich da jetzt destilliertes Wasser reinmache, friert die kaputt. Weiß nicht, wie sie das verhält mit dem Zeug, was die da reinmachen. Da ist ja nicht nur Wasser drin, deswegen. Also früher wäre meine Ayo nicht kaputt gegangen. Meine Custom-Wasserkühlung, ne? Weil früher, da haben wir einfach Frostschutz mit reingekippt. Weil wegen Frostschutz in Blau gab's das oder in Grün. Und dann hattest du gleich immer buntes Wasser. Weißt du? Deswegen haben wir früher Frostschutz reingekippt. Transparente Schläuche und Frostschutz rein. Was fürs Auto nicht schlecht ist, kann ja für PC nicht schlecht sein, ne? Beim NV7 hast du in Weiß hast du schwarze Kabel. Oha. Ja, ich habe ja beide aufgeschraubt, beide Lianlis. Eine hängt ja sowieso hier, siehst du ja, die ist ja wasserlos. Und die andere ist da. Aber da ist das Wasser ja auch. Ich habe ja beide im Livestream aufgemacht. So, dann haben wir das und das haben wir angeschlossen. Kommt nicht mehr viel rein, ne? Strymer-Kabel brauchen wir. Die müssen wir auch anschließen. Oh, Ramo haben wir hier auch noch. Ramo kommt mir schon entgegen. Ramo zum Schluss. Boah. Jetzt kommen erst diese Kumpels hier. Zwei Stück davon. Mainboard und Grafikkarte. So, Mainboard starten wir. Mainboard brauchen wir auch. Oh, der hängt hier auch fest dran heute. So, L-Controller. Deswegen ist auch das Gute, ich muss nämlich einsparen. Ich brauche nämlich den hier. Da muss alles dran mit, was Dings ist, weil wir einen zweiten USB brauchen wir für den Kumpel. Ne? Auch wenn ich eben über den USB Micro-USB abgelästert habe, Lianli kann es ja auch nicht besser, ne? Die verbauen ja auch noch Micro-USB. Mich hat es halt nur gewundert, weil halt an der AIO halt USB-C ist. Deswegen. Ja. Mülleimer lang, sagen wir voll hier. Oh, was jetzt, Chrissy? Pfeift mal, pfeift, was gute Nacht oder was?
Guck mal, Chrissy 5x5. Kommt gut zu liegen, ne? So, wir machen ja White Build, also einmal hier umbauen. Jetzt muss ich mal hier diese Powerkamera wieder aktivieren. Hier gibt es wieder was zu sehen. Den unendlichen Tiefenschärfe. Das sind jetzt die weißen Dinge. Achso, die sind hier noch drin. So. Ja. Ben Toxor, das ist. Die Wünsche von PC-Enthusiasten, die weichen den Herstellerwünschen noch weit ab. In vielen Fällen. Ist nicht nur bei so welchen Kabeln so. Ne? Ich meine, der Wille war da. Das ist ja schon mal gut, ne? Also das ist schon mal besser als nix. Aber natürlich ist immer noch Luft nach oben. Aber die müssen ja auch irgendwann eine V3 rausbringen, ne? Wo die das dann als den neuesten Schrei verkaufen bei der weißen Variante. Das ist halt eben so. Ne? Immer langsam füttern. Was die Community will. Nicht alles auf einmal. Weil so kann man mehr verkaufen. Jetzt muss ich erstmal hier hinten auf der anderen Seite gucken, wie ich den Stecker da jetzt hier durchkriege. Weil ich habe natürlich jetzt hier diese ganze... Ah, okay. Hier ist auch nochmal so ein... Ja, da bin ich ja jetzt mal gespannt, wie ich das jetzt machen soll jetzt. Haben die hier so ein... Die da wieder was wegknipsen oder was? Also hier ist so, ja, ich sag mal, wenn ich jetzt normales Kabel da durchführe, ist das vielleicht nicht ganz verkehrt. Aber das ist jetzt natürlich bei den Zweimal-Kabeln ein bisschen hinderlich. Hier sind so, ja, so Erhöhungen, wo dann eigentlich hier dieses Dings dann so drüber geht, ne? Ja, dann kann ich hier meine Finger durchstecken und da könnten dann die Kabel durch. Aber das Zweimal-Kabel ist natürlich deutlich breiter als diese Stege hier. Das könnte jetzt ein Problem werden. Ne? Ja, man hört es schon, ne? Klick, klack, kluck. Captain Hook. So ist es durch, aber irgendwie ist der eine Zinken halt im Weg jetzt. Sieht von innen ganz passabel aus, aber von hier nicht so geil. Überhaupt nicht geil. Also müsste ich eigentlich den einen Zinken hier wegmachen. Ich gucke gerade, ob ich das irgendwie hier abschrauben kann, aber das hält aber halt auch diese Gummilippe hier. Oh, was ist jetzt? Alarm! TikTok meldet sich. Inaktivität. So, Mr. Dingens, kam meine Frage nicht durch. Bei TikTok. Warte mal, hier ist eine Schraube. Ich schraube die mal just los. Was dann passiert? Ob dann irgendwas auseinander geht? Ob ich das irgendwie abnehmen kann? Okay, das sind hier die... Kabelbinder und das war's. Die sind da dran festgemacht. Oh, der ist aber tatsächlich verschrubbt. Von hier kann ich das sehen. Boah, ich hab jetzt aber
Sag mir nicht, ich muss das Mainboard nochmal rausnehmen. Ich glaube ja. Oh nee. Für so einen blöden Steg oder was? Vielleicht ist es aber auch der, der unten ist. Ja, also ich kann rausbauen, dann müsste ich aber das Mainboard nochmal rausnehmen. Boah, ich hab schon keinen Bock mehr, ehrlich. Das ist heute wie verhext alles, ne? Die Frage ist auch, will ich den rausnehmen? Oder mache ich einfach das eine Stück, knipse ich das einfach weg? Weil das sieht halt auch doof aus, dann hast du halt hier Löcher, ne? Wenn du das Ding wegmachst, dann hast du ja hier die Löcher halt. Ich glaube, ich knipse das einfach weg. Weil den anderen kann ich natürlich auch noch gebrauchen. Also zum Kabelfest zuhören ist das ja auch nicht verkehrt, ne? Also das fällt mir dann ja auch weg. Das mit einfach hat das nicht unbedingt was zu tun, ne? Also ich bin ja prinzipiell immer gegen irgendwas in Anführungsstrichen kaputt zu machen. Ich kann das Mainboard, das ist ja jetzt, die sind 8 Schrauben, 9 Schrauben. Dann ist das Ding wieder raus, aber dann habe ich hier die Löcher und mir fehlt halt die Kabelführung. Im Prinzip ist ja nur dieser eine Steg im Weg. Das macht durchaus Sinn, wenn du jetzt nicht dieses Twymer-Kabel verbaust, so wie die das gemacht haben, weil dann die Kabel da elegant durchführen kannst. Dann kannst du zum Beispiel hier unten dann, ne? So wie es jetzt ja auch der Fall ist, machst du hier die USB-C und USB-3 Kabel durch und hier oben legst du dann das Stromkabel durch. Nur das Ding ist einfach zu breit, ne? Und ich könnte das natürlich jetzt hier so einfach dann hier lassen, aber da sehe ich jetzt schon, dass die Tür dann hier nicht richtig drauf geht. Du dann hier, ne, an der Stelle habe ich dann hier immer Druck auf dem Kabel hier. Und das kann sich natürlich dann auch irgendwann durchsteuern, zum Kurzschluss führen und was weiß ich nicht. Also das ist einfach komplett kontraproduktiv. Das kann ich da nicht gebrauchen jetzt, das Ding, ne? So, also muss das Teil da weg. In welcher Form auch immer. So, wenn ich jetzt die komplette Halterung rausmache, das ist hier so ein L, dann ist auch diese hier weg. Dann kann ich hier auch nichts mehr festmachen, ne? Also hier kommen ja nachher die Kabel durch, was ich dann hier festzurren kann, weil das ist ja hier da drauf. Da muss nur dieser Steg weg. So, jetzt ist natürlich die Frage, was für ein Werkzeug müssen wir jetzt nehmen? Großes. Da ist es. L-Blechschere. Hat damals schon super Dienste geleistet. Die habe ich extra gekauft für PC-Bau, ne? Da haben wir damals hier die hinten die Seitenstreben rausgeknipst mit. Auch wegen Riser-Geschichte. Cuttermesser kannst du knicken, das. Na gut, es kann sein, dass das Material nicht so hart. Das ist schon derbe dick, ne? Deswegen machen wir hier L-Blechschere. Ich check das mal. Leicht ankneifen. Ja. Funktioniert hervorragend. Ganz easy weggekniffen. Irgendwo ist auch das andere Stück, was hier fehlt. Weil hier ist es relativ glatt. So. Wenigstens eine Sache, die klappt heute. So, jetzt können wir hier noch ein bisschen Kosmetik machen. Das ist relativ weicher Kunststoff. Sauber weg, als wenn das nie anders gewesen wäre. So, ich zeige euch. Da. So, jetzt kann ich das Kabel hier auch durchlegen. Und hier auch rummachen, ne? So. Dass die ganze Sache auch funktioniert. So, dann können die hier vor und dann kann ich hier hinten nachher das andere Kabel dran machen. Und dann ist alles perfekt. Dann kommt nämlich hier die Klettdinger wieder drauf. So.
könnte ich die doch. Okay, standardmäßig waren die eh so. Gingen die einmal da oben her. So, den aber. Den hier mit einsperren. So. Das ist doch eine gute Lösung. Jetzt kriegen wir die Tür auch vernünftig drauf. Ja? Also da ist... Das hätte nie ein Leben vernünftig hingehauen, ne? So, unser Controller. Hier haben wir jetzt nochmal unser USB-Kabel. Die müssen wir natürlich jetzt auch anschließen. Und den Controller da irgendwo noch reinpacken. Also da fehlt es mir jetzt ehrlich gesagt hier so ein bisschen am Gehäuse an... Ja, so ein paar Befestigungsösen, ne? Hier oben gibt's wohl was, hier gibt's was. Aber in diesem Bereich, da kommt ja an sich nachher so eine Tür noch rein. Dann müssten wir vielleicht unsere Controller und so hier vielleicht an diese Tür machen. Das wäre vielleicht auch noch eine Lösung, weil wir haben ohne Ende Löcher für SSDs und HDDs. Da können wir natürlich auch gut Kabelbinder durchmachen, weil diese Kleberei mit diesen M3 da, das hält alles von 12 bis Mittag, ne? So, M3 ist ja alles gut und schön, aber so ein PC, der wird laufend heiß und kalt und heiß und kalt, das hält nicht lange. Dann können wir die ja hier so dran bauen. Dann haben wir ja einmal diesen Kumpel, beziehungsweise ich muss erstmal noch die Y-Peitsche Jügels dran machen. Und den von Corsair, das Kabel mache ich da auch schon mal dran. Ach, von Corsair, von Lian Li, von der, von jetzt zweimal Kabeln. So, dann könnten wir den Controller hier irgendwo hin machen. Das andere Kabel reicht auch. Oh, der ist magnetisch. Das ist schon mal gut. Brauchen wir nicht ganz so viel machen. So, wie rum dran? So, Netzkabel muss nachher auch dran. Da kommt natürlich hier der Grafikkartenstrom dran. Der 6-Pin. Der muss dann einfach hier nach oben hin auf den CPU-Fan-Header. Das Mainboard hat hier auch was ganz Neues. Das sind oben bei den ganzen Anschlüssen. Hä? Haben die vergessen abzumachen? Das ist ja bei den anderen nicht so. Bei den anderen Fan-Anschlüssen. Bei Chassis-Fan und so nicht. Sind hier oben... Hier, da sind so Kappen überall drauf. Hä? Hab ich ja noch nie gesehen. Auf den Fan-Headern. Hä? Da. Muss ich erst abziehen, weil ich habe die ganze Zeit den grauen gesucht hier. Weil der graue ist ja CPU bei Asus. Wurde nur schwarz gesehen, ja, weil diese Kappen da drauf sind. Ja, jetzt habe ich einen abgezogen, dann kann ich den woanders drauf machen. Mal den hier von mir so. Ja, theoretisch könnte der natürlich auch hier hin, ne, aber. Ist die Frage, wie viel der Magnet hält nachher. So hat sich Corsair das auf jeden Fall gedacht. Natürlich genauso gut so rum. Das ist natürlich je nachdem, wie weit du den aufmachst, ne? Also da fehlt mir wirklich an dem Gehäuse hier so ein paar Ösen, ne? Dass ich das hier irgendwo was festmachen kann.
Und dann gucken wir, wenn das Netzteil nachher drin ist. Vielleicht packe ich die auch nach unten. Aber dann wird es mit dem Kabel hier auch schon wieder ein bisschen zu kurz. Nur da kommt ja auch nochmal dieses Corsair-Kabel in den Controller rein jetzt. Welches dann hier an den zweiten Y kommt. So, hier ist der Lian Li Controller. Der ist leider nicht magnetisch, oder doch? Nee, das ist ja der M3-Kleber. Das ist halt auch gut gemeint. Und das Ding ist magnetisch, aber das ist halt so minimal magnetisch, dass sich das eigentlich gar nicht lohnt, das da drauf zu kleben. Ne? Das ist halt auch ein bisschen schade. Bitte nicht auf die Tür. Bitte nicht. Bitte basteln nur. Bitte nicht auf die Tür. So, hier sind wir natürlich auch daran wieder gebunden, an der Länge hier. Ich meine, vielleicht können wir das hier mit irgendwo einwursteln. Was ich hier noch anschließen wollte, ist den hier auf dem ARGB-Header für die Beleuchtung von dem Gehäuse. Da haben wir hier unten zwei Stück, dann nutzen wir die, sodass je nachdem, was wir im Mainboard einstellen, danach das Gehäuse leuchtet. So, und theoretisch hätten wir hier auch noch einen zum Weiterleiten an dem Gehäuse, falls wir den internen Controller hier nutzen wollen, der beim Case dabei ist. So. Zip. Ja, zweimal für die Grafikkarte noch. Das könnte hier wohl doch so. Ich glaube, so könnte es gut glücken. Dann können wir das hier das Grafikkartenkabel noch dran machen, wenn ich den hier drüber fixiere. Zwei, drei andere Kabel bin ich noch. Ich muss nur bei dem Stecker nur aufpassen, der ist halt sehr empfindlich, der Micro-USB. Und hier kommt gleich noch das andere Kabel dran. So. Heute baue ich den auf jeden Fall noch fertig. Ben Toxer. Auf jeden Fall noch Samstag. Was sagen denn die Statistiken? Sagen die Statistiken jetzt Päuschen machen und morgen Abend weitermachen? Wahrscheinlich, ne? Ja, du, das hat natürlich jetzt alles länger gedauert als gedacht, ne? Mit dem ganzen Kabel-Hickhack hier mit der AIO. Ich meine, jetzt bin ich zufrieden mit der Lösung. Aber gut, da muss man halt erst einmal alles ausprobieren, ne? Das ist halt immer, das ist immer das Problem. Ja, die Zeit, die rennt heute. Ich weiß auch nicht, Alter. Also wirklich viel geschafft habe ich nicht. Natürlich habe ich da erst am Anfang noch ein bisschen was über die Kamera Palabarababa gemacht, aber so viel war das jetzt auch nicht. Aber so ist das halt, wenn du dich da irgendwo aufgehalten wirst und dreimal eine AIO einbaust und umbaust und hin und her baust und hier ein Kabel baust und da ein Kabel baust, fünfmal Kamerapositionen ändern, alles zeigen, erklären, irgendwo im Internet googeln. Ach, der Graue meldet sich auch. Mikesh! Was ist mehr, mehr? Ach so, habe ich hier dein Weg blockiert? Das ist natürlich nicht gut. Steht das Mainboard. Ja, hopp! Super Arbeit bisher. Ja, es soll ja auch vernünftig werden, ne? Natürlich kann man das alles da irgendwie schnell da reinfuddeln, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache, ne? Soll ja auch geil aussehen nachher. So sieht's ja schon mal super aus. Also, wo man mit leben kann, ne? Weil es dann nachher auch geil aussieht. Miau. Jetzt habe ich schon so die nächste Befürchtung, was mir gleich noch passiert, ist Strymer-Kabel. Würde ich ja gerne von hier unten durchlegen, aber das wird hier schon wieder ein bisschen eng. Also da lobe ich mir jetzt wieder die NZXT-Gehäuse, die einfach hier den kompletten Schlitz hier frei machen. Denn, Moment. Ne? Also das ist halt auch unnötig, ne? Hier so viel wieder zu verschließen. Und wenn ich jetzt hier irgendwo, ich habe die zwei USB, brauche ich. Ne, für die Controller. Und wenn ich jetzt hier, glaube, da kriege ich das Strymer-Kabel nicht durch. Da muss ich es wieder hier von der Seite irgendwie kommen lassen. Ich glaube, der will einfach Thunfisch, der kleine Dicke. Miki, Thunfisch oder was? Ich glaube, der meckert nur nach Thunfisch. So, ich pack das mal kurz aus und sehen wir es, ja.
Das sind halt alles immer so Sachen, die kannst du auch nicht, kannst du nie einplanen, sowas. Das siehst du immer dann, wenn du es baust. Wenn du es dann einmal fertig hast, dann hast du die Blaupause. Ja, wohl so breit ist es nicht. Wir haben ja das Schmale genommen. Könnte noch hinhauen. Kiste. Ich meine, den USB, den kann ich kurz rausnehmen. Dann kriege ich es auf jeden Fall durchgesteckt. Puh. Ja, es geht. Es ist knapp, aber es geht. Oh, jetzt habe ich ihn schon festsitzen hier. So. Ja, mal gucken. Vielleicht sieht es auch einfach von hier auch besser aus. Müssen wir eh mal gucken. Oder vielleicht sogar von oben so. Könnte auch sein. Aber dazu müssten wir erstmal die Grafikkarte dann auspacken. Also so könnte vielleicht auch sogar. Je nachdem, wo auch der Anschluss sitzt bei der Grafikkarte. Das ist ja, spielt auch noch ein bisschen eine Rolle. Ja. So ist das, Freunde. Ich glaube, die Erfahrung zeigt sowieso, ein Uhr ist bei den meisten eh die Luft raus auf dem Freitag, weil viele auch noch Samstag arbeiten müssen und so. Dann machen wir einfach heute Abend weiter. Es steht sowieso noch genug auf dem Programm. Wir müssen den PC noch fertig bauen, dann ist für den anderen der RAM noch da. Das muss auch noch getestet werden und so weiter. Oder ob wir das dann vielleicht sogar Sonntag machen, den anderen, also den PC von letzten Dingsen, weil der steht ja auch noch hier. Wie gesagt, da ist ja heute erst der RAM gekommen. Dann bauen wir diesen morgen erstmal fertig, beziehungsweise heute Abend. Und ja, welchen Hersteller von GPU kann man nehmen? Es, jeder hat Renner und Penner im Regal. Kann man nichts pauschalisieren. Ja, jeder Bild ist halt anders. Ja, das ist ja das. Ikesh macht Randale. Na dann, gute Nacht. Ja, nützt ja nichts, ne? Lieber morgen in Ruhe weitermachen. Das ist ja jetzt nicht so schlimm wie beim letzten Mal. Warum haben wir beim letzten Mal, was war da? Ach so, da ging die Scheibe nicht drauf, ne? Wegen dem Strymer-Kabel. Zwangspause. Ja, das wird ja hier jetzt nicht passieren, aber. Wenn wir hier mehr Platz haben. Obwohl. Wie viel Platz haben wir denn hier? Wo ist der Messige? Hier. 6 cm hatten wir bis zur Scheibe beim NZXT. Ja, tatsächlich. Hier haben wir 7,5. 1,5 mehr. Das hilft schon. Das hätte schon gereicht bei dem anderen. Siehst du, bei euch kickt auch Müdigkeit rein. Ja, dann machen wir morgen weiter. Heute Abend, 20 Uhr und fertig. Und gut ist. Und ich muss jetzt dran denken, sofort diesen Stream hier freigeben. Für alle, die jetzt schon eingeschlafen sind und das morgen dann zu Ende, morgen Nachmittag erstmal gucken wollen, wie es weitergegangen ist. Nicht so wie letztes Mal, ne? Mache ich jetzt sofort. So, hier ist schon mal weiße Endkappe drauf. Aber da kann eh sein, dass wir das vielleicht eh nochmal umdrehen müssen, je nachdem, wo die Anschlüsse sind bei der guten Gigabyte Aero 480 und El Ramo kommt ja auch noch rein und Shift-Netzteil. Da haben wir morgen noch genug auf dem Programm. Jetzt wollte ich gerade auf den Mikesh umdrehen, die Kamera, jetzt haut er ab. So ist er, der Räuber. Kabelkit für die Graka, so. Ausrufezeichen PC, da ist das verlinkt. Soweit, so gut, sieht er erstmal aus. Ne? Da könnt ihr ihn schon mal betrachten. Looks good. Bis hierhin sieht er gut aus. Ja, und die Grafikkarte drin ist und so. Schon geile Kiste wird das. Zweiter Tag. Willkommen zurück zu Part Nummer 2 von diesem fantastischen Gaming-PC in Weiß. Gaming-Traum, müsste ich ja schon sagen, ne? Was ich von Arctic Aeos halte, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Um genau zu sein, das Beste, wenn du so willst. So, also wir haben hier das RMX in der Shift-Version. 1000 Watt, hier. 80 plus Gold, fetten, was war das? 120er Lüfter sogar, ne? 120er Lüfter, genau. Tier A-Netzteil, super Gerät. Habe ich zwar noch nie verbaut, also die Shift-Version nicht, aber jetzt Premiere heute. Dann mal gucken, wie das so ist. Hat natürlich den Nachteil, du kannst es halt
nur in eine Richtung einbauen, ne? Und wenn ich jetzt so an etwas ältere Gehäuse denke, dann hast du natürlich auch das Problem, ja, dass die da teilweise ja gar keinen Platz haben, ne? Also auf der Seite, wo du die Kabel einsteckst. Ansonsten ist das natürlich ein netter Design-Move. So, guck mal, was mit dieser Kamera? Oh, die funktioniert auch gut. Perfekt. So, hier haben wir's. Ein Kaltgerätestecker ist drin. Eine Tüte Kabelbinder und Schrauben. Ein Sack Kabel, aber wirklich ein Sack. Der ist ja mehr Kabel als Netzteil hier. Und das Netzteil an sich. Ja, ist aber auch ein stattlicher Brummer. Also so klein ist es nicht. Meine Güte, ist ja ein Tausender, ne? Oha! Oho! Ah, die Stecker sind alle viel kleiner. Guckt mal, das sieht ja alles so aus wie 12 Volt High Power Stecker. Das wusste ich gar nicht. Ja, und dann hinten ist halt nix. Das ist ja interessant. Dass das alles hier so kleine Stecker sind. Mainboard, aber sonst ist genau die Anordnung ist so. Wofür ist denn? Ja, warte mal, dann ist das ist Mainboard. Dann sind die Grafikkarte, Peripherie und hier ist nochmal. Also dann wird hier wahrscheinlich für 12 Volt High Power sein. Jetzt bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überfragt, wie ich das anschließen muss. Aber vielleicht klärt sich das gleich, wenn ich die Kabel sehe. Wenn wir die Kabel hier austüten. Den Sack. Kaltgeräte, wie kommt das? Was ich? Hab ich ja nicht erfunden. Aha, hier haben wir schon mal 12 Volt High Power. Ah ja, siehst du, da kommt nämlich hier diese, haben wir hier zwei kurze Enden. Den könnten wir natürlich auch, ne, also jetzt zum Beispiel bei diesem Netzteil, was mir jetzt auffällt, wäre jetzt zum Beispiel hier mein Lifehack, den ich gemacht habe mit dem 12 Volt High Power Kabel, wäre natürlich sogar noch angenehmer, weil das jetzt hier wieder so ein Flachbandkabel ist, ne? Anstatt diese, die runde Wurst bei Be Quiet. Ja, das ist halt auch ein vernünftiges Kabel hier, muss ich ja sagen. Ist dann hier zweiadrig aufgeteilt und geht dann hinten nochmal auf zwei Stecker. Geil. Also die Flachband gefallen mir eh immer so besser, ist ein persönliches Empfinden. So, Mainboard-Kabel, da sehen wir das hier auch, ne? Hier, das kommt ins Mainboard rein hier und die andere Seite kommt ins Netzteil. Die heißen Geräte laufen noch nicht mit Batterien, oder nicht? Ja, das ist ja auch immer so ein Ding. Batterie ist leer von meinem Handy oder im Handy steht ja auch Batterie. Und Batterieanzeige, also für mich ist das keine Batterie beim Handy. Es ist in der Regel alles Akkus. Alles schreiben was von Batterie. So, dann haben wir das. Was brauchen wir noch? So, hier ist nur Molex dran, das brauchen wir auf keinen Fall. Was haben wir hier dran? Warte mal, hier so einen zusätzlichen Strom, den brauchen wir ja auch. Für den Corsair-Controller, da kommt der jetzt hier, dieser Grafikkartenstecker dran. Der hier. Das ist auch ganz schön, dass das ein einzelnes Kabel ist, nicht mit irgendwie ein Y oder so. Also hier ist natürlich dann einfach der 6 plus 2. Brauchen wir dieses hier auf jeden Fall für den Corsair-Controller. Molex 4-Pin, ja. Retro-Leute lieben diesen Stecker, ne? Das ist auch der größte Mumpitz, ist das auch. Dieser Stecker. Ah, hier haben wir nochmal was mit einem Abzweig. Genau, hier ist der Y, den nehmen wir nicht. Hier ist auch nochmal ein Y, 6 plus 2. CPU-Strom. So, hier haben wir einen 8-Pin, den brauchen wir auf jeden Fall. Was hat denn das Mainboard? 2x8-Pin, ne? Ja. 2x8-Pin. Vergessene Mülleimer leer zu machen hier den ganzen Tag. Das ist natürlich auch nicht geil. So, 1x8-Pin. Auch sehr schön hier. Das ist ja 2 Vierer, aber die sind wenigstens schön zusammen gemacht. Das kann Be Quiet ja auch leider nicht mehr. Die muss man dann immer zusammen drücken und dann, ja, wenn die schon mal verbaut hat, weiß, das ist alles ein bisschen fummelig. Unnötig fummelig, dann ist das immer schon schön, wenn die hier so ein Krimpverschluss haben, wo die so drin hängen, ne? Fantastisch, diese Stecker, ne? Ja, gut, dass ich Part 2 heute mache. DDC-Pumpen haben Molex noch, ja. Manche D5 auch. Das, hier mein Dings von Corsair hat auch noch ein Molex hier, die Pumpe. So, und hier ist nochmal ein 6 plus 2 als Einzelner. Also hätten wir insgesamt 4, 5, 6 Stück an dem Netzteil dran dabei. Hier ist noch einer. 7. So, und das ist jetzt alles Peripherie. Hier ist nochmal Molex, brauchen wir auch nicht.
Peripherie. So, wir haben jetzt controllermäßig. Der eine kriegt ja den Corsair-Strom und dann braucht der andere nur noch Strom und das Gehäuse braucht Strom für die Beleuchtung. Also brauchen wir zwei Molex plus Test-SSD. Hier haben wir einen Vierer, hier haben wir einen Vierer, hier ist ein Vierer und hier ist ein Vierer. 4x4 ist was? Allrad, ne? Also 16 Stück haben wir. SATA-Strom. Beste Marke für Netzteile. Ja, ich schwanke immer zwischen Be Quiet, Seasonic und Corsair. Also letztendlich suchst du dir eine Kategorie aus im Wattbereich, was du benötigst. Und dann welche, also ich würde ja mindestens ab 80 plus Gold zertifiziert sagen. Ne, höher geht natürlich auch. Und dann guckst du, was gerade am günstigsten ist. Also meistens ist es Corsair oder Be Quiet. Seasonic hat ein bisschen den Preis angezogen. Ja. Also ich habe Seasonic habe ich schon, Seasonic Focus habe ich schon mal ein kaputtes gehabt. Das hat einfach Pitch gemacht. Seasonic hatte ich auch schon mal eins mit Lüfterrattern. Be Quiet habe ich auch schon mal eins gehabt, was Pitch gemacht hat. Tatsächlich habe ich bei Corsair noch nie einen Defekt gehabt. Also wenn man, aber das ist halt, ja, kann halt auch alles Pech und Zufall gewesen sein. Also du kannst natürlich auch hier, wie ich das Video jetzt gemacht habe, hier so ein FSP-Group oder so nehmen. Das ist auch ein Tier-A-Netzteil. Ne? Also FSP-Group ist ja auch ein Riesenhersteller. Und die, ich sag mal, viele von so welchen, ich weiß jetzt nicht, ob es bei Corsair ist, aber viele andere lassen ja auch bei FSP-Group fertigen. Ne? Oder Asus zum Beispiel und NZXT lassen ja auch bei Seasonic fertigen und so. Also es gibt ja auch nicht da irgendwie, Gott weiß, wie viele Hersteller. Ne? Das ist genau wie bei den Ayus auch. Da gibt's halt die S-Tech, die Alpatec, wie drei oder vier verschiedene Hersteller, die Ayus machen. Und dann machen die dann ihre LED-Kirmes da dran und dann steht da was weiß ich, Deepcool drauf und Asus und was weiß ich. Und ja. Nee, ist aber ein schönes Netzteil mit den kleinen Steckern. Wie mache ich BIOS-Update? Asus TUF B67. Habe ich ein Video zu gemacht. BIOS-Update hier, also es ist ein relativ aktuelles. Da zeige ich das auch, glaube ich, an einem Asus-Mainboard. Weil ich müsste jetzt aber nachgucken, ob dein Dings überhaupt Flashback hat. Muss man eingeben, BIOS Flashback Bastelnerd, dann findest du das schon. Bei YouTube. Corsair von Seasonic? Nee, das glaube ich nicht. Also das würde mir auffallen. MSI-Netzteile auch gut, ja. Pauschalisieren kannst du das auch wieder nicht, aber das MPG 850G ist ein gutes, ja. Ja, Spulenfiepen, Chrissy 5x5. Das kann auch mit dem Stromnetz lokal zusammenhängen. Das habe ich hier auch manchmal. Dass das, fiept aber hier alles. Aber natürlich kann ein Netzteil auch Spulenfiepen machen, ja. Das 1000D Obsidian habe ich eben schon beantwortet. Nee, habe ich noch nicht drin gebaut. Ansonsten, wie ich das finde, ja, ist ein Riesenkarton. Bisschen in die Jahre gekommen schon, das Gehäuse. Ja, Fritzbox hat es schon rausgesucht. Flashback-Tutorial. Das HAF 700 Evo, sagt mir nichts. Wie sieht der Controller aus, wo man, das kann ich dir jetzt gleich zeigen, den siehst du jetzt gleich, weil der hier schon drin verbaut ist. So, wo fangen wir denn an? Bei CPU-Strom, ne? Also der Controller, der sieht so aus. So sieht er aus. Hier kommt oben das Mainboard-Kabel rein, hier kommt das Grafikkartenkabel rein, hier ist SATA-Stromanschluss und hier kommt ein Micro-USB rein, der auf dem Mainboard angeschlossen ist. Und dann war's das. So, CPU-Strom. Da muss ich mal just einmal die Schläuche hier wieder ein bisschen an die Seite führen. Warte mal, ich kann ja hier noch die Superlinse einrichten. Fokus! Nicht den Busch fokussieren! Jetzt kommt Busch wieder rein. Vordergrund macht bildgesund, heißt das. Das ist nicht so selten, dass ein Netzteil fiept. Das ist so, ja. Das ist auch teilweise, schicken die Leute ihre Grafikkarten zurück, weil die denken, die Grafikkarte fiept, dabei ist das Netzteil. Also das gibt's auch. Weil dann beim Wechsel der auf die neue Grafikkarte vermeintlich die Grafikkarte fiept, dabei ist das Netzteil pfeift nur aus dem letzten Loch. So ist dann geht der Schuh daraus. Nicht die Grafikkarte fiept, das Netzteil fiept aus dem letzten Loch. So. Also hier kann man das ganz gut sehen, was sie mit den Flachbandkabeln meinen, ne? Das ist einfach viel angenehmer, so zu verlegen. Und sieht, finde ich, auch cleaner aus. Aber das ist Geschmackssache. Da ist auch so, viele sagen auch, die Runden gefallen den besten. Bei Be Quiet ist das zum Beispiel so, dass dann so die Pure Power Serie haben diese Flachband und die höherwertigen Serien ab Straight Power, die haben dann diese, die runden, ummantelten.
So. Wichtig ist natürlich, dass die Stecker immer richtig drauf sitzen, vernünftig. Deswegen kontrolliere ich das nochmal. Ich meine, es hat Klack gemacht. Konnte man ja deutlich hören. Aber gerade wenn das zwei Vierer sind, nicht, dass nur der eine richtig drauf sitzt. Na, also so sieht das dann schön clean aus, ne? Ist schon reingesucht, ne? So, jetzt kommen sowieso die Schläuche hier gleich wieder da rein. So, dann kommen die hier hinten an. Und sonst muss ich ja nach vorne eh nichts mehr verlegen. Der Rest spielt sich dann hier hinten ab. Ja, hier kommen die Kabel dann an. Ja, und dann, das ist natürlich dann auch schön, weil ich stecke die Kabel ja dann hier so rein, weil oft ist es so, die CPU-Stromkabel, wenn du die dann hier einstecken musst, dann wirkt das nachher, da seht ihr schon, ne? Dann hast du die nachher hier einmal so quer rüberlegen, weil wenn du die irgendwie vernünftig verlegen willst, dann passt das nicht mehr. Bei diesem Gehäuse hast du natürlich ganz klar den Vorteil, wenn du ein normales Netzteil verbauen willst, dass du ja hier sogar noch eingreifen kannst. Also hier kannst du ja ganz bequem die Kabel hinten reinstecken, ne? Ist ja so ein bisschen auch die Besonderheit bei diesem Gehäuse. Aber wir brauchen das natürlich jetzt nicht mit diesem Netzteil. Ja, Dark Power hat aber auch nicht jedes die Kabel einzeln gesleeved. Nur bei der Pro-Serie. Auf jeden Fall bei der 12er. Ich weiß nicht, wie es bei der 13er ist. Also bei der 13er hat auf jeden Fall das ohne Pro hat auf jeden Fall keine gesleeften Kabel, weil das habe ich hier. Kann ich dir zeigen. Beziehungsweise habe ich hier schon gezeigt, weil ich das im Stream eingebaut habe. Das ist nämlich hier in meinem PC. So, das geht ja ganz einfach. Dann haben wir natürlich hier das Mainboard-Kabel, was wir natürlich jetzt hier an den Streamer anschließen müssen. Da natürlich auch ordentlich zusammen machen die Stecker hier. Dann muss ich das am besten, ja, damit hier der Dings drauf ist, am besten auch hier mit reinlegen einfach. Das ist die einfachste Lösung. Wir haben ja die Klettdinger hier. Warum nicht nutzen, ne? Dann haben wir das schon mal erledigt hier. So, Grafikkarte muss ich dann nachher mal gucken. So, dann haben wir den Corsair Controller. Der hat halt jetzt hier diesen 6-Pin. Grafikkartenstecker, der da drauf muss. Ja, und dann unsere Controller, ne? Hier kommt wahrscheinlich eh nachher noch eventuell das Grafikkartenkabel durch. Das muss ich gleich mal sehen, wenn wir die Grafikkarte ausgepackt haben, wie sich das ausgeht. Das ist einmal Gehäuse, einmal der Controller, der kriegt ja den anderen Strom. Aber da sehen wir jetzt schon, ne? Hier, wenn da so ein bisschen Zug drauf ist, dann ist auch vorbei mit der Magnetkraft, ne? Deswegen hatte ich ja auch gestern schon gesagt, mir gefällt das persönlich besser, wenn jetzt hier noch ein paar Ösen wären, dass ich da mal ein bisschen Kabelbinder mit dran machen könnte, um den hier einfach noch mal ein bisschen festzustrapsen. Na gut, es wird sich für alles irgendwo eine Lösung nachher finden. Auch diese hier. So, dann machen wir das Netzteil mal rein. Müssen wir ja dann auch von hier reinmachen, reingleiten lassen. Was jetzt so ein bisschen schade ist hier bei diesem Gehäuse, nur dass wir hier gar kein Moosgummi oder so haben. Das ist eigentlich sonst Standard. Also bei so einem Premium-Gehäuse hätte ich das jetzt auch eigentlich erwartet. Das ist einfach, gleitet jetzt einfach auf dem Metall hier. Und wie viel Platz haben wir hier? Oha, ja, wird eng. Dann müssen wir erstmal die Kabel hier alle hoch machen. Und dann rutscht es hier hin. Jo, das ist so. Easy, so eingegleitet. Ja, nice. Also Platz haben wir hier ohne Ende noch, ne? Also wir können natürlich jetzt hier Kabel ohne Ende reinpacken. Also theoretisch, wenn das Kabel lang genug wäre, hätten wir auch den Controller da einfach hinlegen können. Weil hier kommt ja kein Festplattenkäfig oder sonst was mit rein und die Stromanschlusskabel kommen ja jetzt auch nicht von hinten. Aber wenn wir jetzt ein normales Netzteil hätten, dann könnten wir natürlich jetzt hier super die Anschlusskabel alle, also da dran kommen. Ne? Es ist bequemer. Das geht natürlich auch so. Ne? Beziehungsweise dann schiebt man das ja dann so halb rein oder dreht das so. Ja. Auf jeden Fall kann ich das erstmal festschrauben. Dann nehme ich auch die Schrauben dieses Mal sogar vom Gehäuse, weil wir ein Wipe-Bild machen. Und wir beim Gehäuse extra hier 4 Schrauben fürs Netzteil dabei haben, die Silver sind. Ein Chief-Tag. Nee, das ist kein Chief-Tag. Das ist ein Fan-Tag. Aber der ist schief, ne? Ja. Das ist halt ein Lowrider, ne? Der ist einfach an der Seite aufgebockt. So ist das halt.
So, jetzt können wir hier unsere Kabel anschließen, ne? Beziehungsweise die muss ich nachher noch ein bisschen bündeln. So, wo haben wir denn Mainboard? Mainboard war hier ganz hinten. Das macht eigentlich gar keinen Sinn, das Mainboard zuerst anzuschließen, sondern das kommt ja nachher dann da drüber. Hier haben wir CPU-Strom. So, PCI Express CPU, den können wir auch hier anschließen. Einmal, zweimal. So, 12 Volt High-Power-Kabel. Einmal, zweimal. Das ist Peripherie. Ne, das ist ja auch Grafikkartenstrom. Und weil das der vom Corsair-Controller ist, das ist Peripherie. Und dann noch der Mainboard-Strom. Weißt du, schreibt Patrick, sehe ich das richtig, dass du die 2x8-Pin CPU-Stecker nicht verwendest? So hat es zumindest beim letzten H9-Bild ausgesehen. Wenn ich die IO einbaue, passen die Stecker kaum noch durch. Also die musst du ja verwenden. Das kann ich ja gar nicht ohne machen. Geht der PC gar nicht. Natürlich sind die angeschlossen. Weiß jetzt nicht genau, wo da jetzt bei dir die Herausforderung ist. So, ich muss hier irgendwo ein bisschen frei halten gleich. Die Test-SSD noch dran kriege. So, und diesen Kladderadatsch, den muss ich mir auch mal just hier bändigen. 4K zocken, ja. Monitor, da habe ich keine Empfehlung. Einfach bei Geizhals angeben deine Sachen, was du gerne haben willst. Ich glaube, das ist das nächste Short, was ich mache. Monitor. Kommt immer wieder die Fragen. Beste Monitor. Hat halt jede andere Anforderung, ne? Auflösung ist ja das eine. Einer von vielen Parametern bei so einem Monitor. Fürs Grobe reicht's erstmal. Mainboard-Strom machen wir gleich dran, wenn wir hier das zweimal für die Grafikkarte eingebaut haben. Dafür brauchen wir natürlich jetzt erstmal die Grafikkarte, damit wir sehen, wie wir die Kabel denn verlegen müssen. Und da kommt heute zum Einsatz eine fantastische 4080 mit einem leichten Transportditcher. Aber normalerweise ist ja die Grafikkarte so in diesem Bereich, da soll wohl nichts schief gegangen sein. Da machen wir mal auf hier die Tüte. Ist übrigens bei Gigabyte nicht irgendwo zugeklebt, also weder die eine Seite noch die andere. Oh, hier sehen wir es auch hier. Oh, Niete. Kommt erst noch nix. Kommt erst Gigabyte. Oh, was haben wir denn hier? Garantie. Quick Installation Guide. Oh, da ist auch irgendwie so eine Stütze wohl bei, oder was? Ah, die hatten wir ja schon mal bei einer Gigabyte-Grafikkarte, die man da so im Gehäuse dran machen kann. Aber wir haben ja hier eine bei dem Gehäuse dabei. Aber ist ganz nice, dass sie eine Stütze dabei legen. So, und? Oha! Ja, das ist die Stütze. Mit einem Haufen Bauteilen. Und? Den Dreizack von Nvidia. Den brauchen wir ja zum Glück nicht. Das ist aber auch ein Oschi. Junge! Also, sie ist noch zugetackert. Was steht da drauf? Gigabyte qualifiziert. Gigabyte qualifiziert. Ditcher wäre nichts für den Preis, ja. Da musst du heutzutage damit umgehen können. Kannst du froh sein schon bald, dass du nur so einen Ditcher hast. So, und raus den Fuchs. Warte, da brauche ich diese Kamera. Ja, also ich glaube, die hat auch den 4090 Kühler verpasst gekriegt, so wie das aussieht. Alter, die ist so fett.
Junge! Guck, wie breit die ist! Ist schon Kavems, Mann, du. Die Lüfter, wie groß die sind. Ja, die kommt schon gut, ne? Also speziell jetzt auch, wenn man sagt, Asus Strix in Weiß ist mir zu teuer, ne? Wir werden mal entblättert. Oh, und Folie geht auch leichter ab als bei Asus. Deutlich leichter. Ja, wo jetzt hier auf dem Metall. Ein bisschen fest. Ja, also die passt natürlich super mit diesen weiß und diesen silbernen Akzenten, ne? Weil wir ja jetzt auch dieses Weiß und Silber in dem PC so ein bisschen aufgefasst haben, vom Look her. Oh, ich habe keine Fingernägel mehr, ich habe die gestern geschnitten. Richtiger PC-Bauer braucht Fingernägel, genau für sowas. Oh, kriegst die Krise. Oh, mit meiner Pizette von gestern fummel ich nicht mehr rum, da diese Plastikdings, da brauchst du eine vernünftige, hier diese hier. Damit geht das. Sagte er und es klappte nicht. Jetzt Corsair ja freundlicher gelöst, also wegen diesen diese Lasche da dran. So, hier haben wir auch noch einen. Den kriege ich jetzt mit dem Finger ab. So, wo haben wir denn noch Folie? Rückseite, einmal komplett drüber. Guck mal hier. Hier haben sie doch auch Platz freigelassen fürs Typenschild an sich. Hier. Und jetzt haben sie die Seriennummer hierhin gemacht. Ey, das ist ja eigentlich ganz geil, ne? Weil da stört's halt nicht. Weil es gab ja schon viel so, ich habe ja mal so ein Video gemacht, da habe ich ja hier, ich habe so ein Video gemacht, das ist mir ja hier live passiert. Da war ja diese Seriennummer hier auf der Backplate drauf. Dann habe ich hier diese Folie abgezogen, die ja auch drauf ist, so eine Schutzfolie. Und dann habe ich die Seriennummer ja mit runtergerissen. So, und dann hat MSI ja reagiert und hat auch so eine Aussparung gemacht, wie die das hier gemacht haben, ne? So, und dann da die Seriennummer hingemacht haben. Aber da haben dann viele Leute auch in den Kommentaren geschrieben, ah, voll scheiße, warum machen die überhaupt da hinten drauf? Sieht total kacke aus. Ich würde die sowieso immer abreißen und was weiß ich nicht alles. Also da hat Gigabyte wohl anscheinend zugehört, weil, wie gesagt, das Ding ist ja noch, dass sie hier dann die Seriennummer klebt, aber die klebt jetzt hier. Und da stört's ja überhaupt nicht, weil das siehst du gar nicht mehr. Steht auch drauf, Revision 1, Modell, Seriennummer und so weiter. Aber das muss natürlich ab. Die Staubschutzdinger können auch raus. Die gehen hier auch viel leichter raus als bei Asus. Und hier ist Metall. So, wir haben auch BIOS, Switch, sehe ich, Silent und OC. Da. Also wir haben Dual-BIOS, steht auf OC standardmäßig. Ein 12-Volt High-Power-Stecker, ja. Ein fetten Kühler. Drei fette Lüfter. Ja. Dicke Karte, ne? Und hier hinten dann nochmal, ja, diese, die haben viele Grafikkarten, ne? Um jetzt eine Stütze oder so dran zu bauen. Und hier hinten pustet ja auch so der Wind hinten frei durch, ne? Nicht irgendwelche Verzierungen oder so, das macht Gigabyte ja auch nicht mehr. Das einfach durchpusten kann, damit der letzte Lüfter auch wirklich was bringt. Ja, geil, ne? Sieht so ganz nice aus. So, jetzt ist natürlich die Frage der Fragen. Was wiegt die? Ein Fazit zum Gehäuse, bei Bastelnerd auf dem YouTube-Kanal gucken. Da habe ich heute noch einen Short hochgeladen. Zwischenfazit. Erster Eindruck habe ich noch hochgeladen. Heute Zwischenfazit. Endfazit kommt dann morgen oder übermorgen oder so. Tendenziell ist das aber ein super Gehäuse. Ja, ein dicker Brummer, ne? Das ist hier so ein bisschen shiny, shiny lila. So, die Anschlüsse hier, die ganze Pracht sehen. Das ist einfach 1,8er Blende und dann so nah. Das ist einfach nur noch unscharf da hinten. So, die Stütze brauchen wir nicht. Die ist auch sehr frickelig anzubauen. Die würde aber theoretisch sogar funktionieren in diesem Gehäuse. Aber wir haben ja beim Gehäuse eine Stütze dabei, die wir nehmen.
Und die Gigabyte-Karten sollen ja wenig Spulenfeed haben. Ne? Da bin ich ja mal gespannt, dass bei der auch so ist. So, Karton wieder zu. Jetzt ist er auch schön leicht. Was wollte ich denn jetzt? Grafikkarte einbauen? Ja. Genau, die Halterung, die suche ich noch. Die Grafikkarte-Halterung. Die müssen wir jetzt erst noch ein bisschen da anmontieren. Wo habe ich die denn hingelegt? Ach, die liegt hier auf dem Tisch. Hier ist sie nämlich, die beim Gehäuse dabei ist. Die hat dann hier auch überall Moosgummi, ne? Da und da, dass die hier schön weich gelagert ist. Ist dann variabel, können wir hier ein- und ausfahren und hier in der Höhe verstellen. Kommen zwei so eine Rändelschrauben rein. Das müssen wir dann jetzt just machen. Die Grafikkarte in Sicherheit bringen hier. Ach so, wiegen! Ja, Moment, das habe ich jetzt vergessen. Ja, wiegen. Wiegen machen wir sofort. So, die Grafikkarte. Jetzt weiß ich ja ungefähr, wie fett die ist. Fett. Ding muss irgendwo hier so hin. Also brauche ich die unteren beiden Rändel-Dinger müssen da rein. Hoffentlich hängt das nicht irgendwie vorm Lüfter oder so nachher. Jetzt müssen wir vielleicht doch die Halterung nutzen, die bei der Grafikkarte dabei ist. Aber das werden wir sehen. Also schön dieser Ausleger auch ist. Treffe ich das Gewinde nicht? Hä? Ich habe hier die falschen Schrauben. Sicher, die passen doch. Ja, die sind aber zu kurz. Hä, waren das andere? Na, warte mal. Diese hier, die sind länger. Das ist aber auch zum Verwechseln ähnlich. Diese muss ich hier nehmen. Ja, die gehen, die müssten gehen. So. Können wir hier nachher die Höhe einstellen. So, und was hat die 2er Slotblende dran? Ist aber Gott weiß wie dick. Also zwei rausnehmen. Ja genau, dann ist die Halterung natürlich top. Da muss man aber ein bisschen aufpassen, ist je nachdem was für ein Gehäuse man hat. Ich habe die schon mal verbaut, diese Halterung, bei einem anderen System von Gigabyte. Da hat es halt nicht gepasst. Und deswegen habe ich es eigentlich dann nicht verbaut. Und hier ist auch ganz schön, dass die Slotblenden, die bleiben hier auch stecken. Fallen mir jetzt nicht irgendwie innen ins Gehäuse rein. Oh gut, die zwei werden eh geopfert. Fliegen raus. So, einmal hinten die Kabel reinpacken. Dass ich die Grafikkarte dann noch einmal reinsetzen kann. So, ja, das kannst du knicken mit der Stütze, oder? Weiß nicht, wie viel Abstand die noch lässt, aber ich bin natürlich genau auf Höhe vom Lüfter. Obwohl das hier mit dem Moosgummi da an der Stelle... Ja, weiß ich nicht, ob das so schön ist. Ne, also ihr seht das ja, hier ist ja direkt der Lüfter. Das so geil ist das nicht. Ich müsste eh noch mal ein Stück höher machen. Beziehungsweise kann ich jetzt die untere Schraube rausgehen, dann kann ich die höher schieben. Also okay, den Lüfter wird es jetzt nicht blockieren. Weder hier unten noch da oben. Es sei denn, ich fahre hier oben ein, obwohl dann würde es auch so gehen. Also es würde passen, ne? Ist die Frage, ob das aussieht, ne? Ich habe das natürlich dann auch hier direkt vor dem GeForce RTX kleben. Ich meine, so gut sehen, ja. Ach, wiegen, ja, scheiße. Ich glaube, wir gucken uns das mal an mit der mitgelieferten Stütze. Aber ich glaube, die wurde irgendwie mit dem Mainboard verbunden. Aber das spielt ja keine Rolle. Aber dafür muss die Grafikkarte nochmal raus. Dann kann ich nochmal wiegen. Also rein optisch gefällt das nicht hier, ne? Und auch rein technisch auch nicht. Weil die hängt halt hier direkt vorm Lüfter. Also da ist noch Platz dann zum Lüfter, ne? Seht ihr ja. Und was halt auch ein bisschen
ja, nicht so schön ist, dass hier halt das GeForce RTX steht und dann habe ich hier dieses Ding davor. Es ist besser als keine Stütze, aber wir gucken uns das, glaube ich, mit der anderen an. Mit der mitgelieferten. Die ist ja auch Silber. Wie das kommt. So. Das ist natürlich hier der Asus-Vorteil, dass wir hier den Knopf haben zum Auswerfen bzw. zum Lösen der Klemme. Jetzt habe ich sie hier schon verklemmt. Ja. So. Ja, warte mal. Wir wiegen just die Karte erst, bevor wir das vergessen. So. Was waren die Tipps? Tipps waren hoch irgendwie, ne? 2 Kilo gute. Ja, doch, ist schon Oschi. Was war der Rekordhalter? War die Strix mit 2,5, ne? Ausrufezeichen PT, PC, Razziprinz. Das steht alles, was hier nur verbaut ist. 2012, ja, 2012 liegt die. Die Seite hatte ich losgemacht, wo der Ditch ist hier. So. Hier ist die Stütze. Genau, die wird hinten mit diesen Dings wird die verbunden, mit den Löchern, die dabei sind. Und das kommt nämlich irgendwie dann an die ans Mainboard. Ja, und hier sind die Standoffs, die kommen dann ins Mainboard, die werden ausgetauscht. Ja. So war das. Genau, hier geht's nämlich so um die Ecke. So oder so. Genau, das kommt da aufs Board mit drauf. Dann habe ich den Lappen da und dann kommt das Ding dahinter. Genau, das war das Problem, wenn du da hinten keinen Platz mehr hast, dann kriegst du dieses Teil da nicht mehr hin. Und dann wird das hier hinten eingehakt und da verschraubt. Das haben die schon geil gemacht. So, muss ich mal jetzt die passenden Schrauben raussuchen. So, die 4 Stück. Welche kommen da hinten rein? Unterlegscheibe. Haben sie da nicht bei in der Anleitung, oder? Okay, da hinten kommt die Rändelschraube dran. Die kommt da hin. Das andere sind ja alles die gleichen. Ich weiß gar nicht, warum die hier 4 Standoffs drin haben. Steht das hier auch drauf? Ach so, das sind unterschiedliche Gewinde. Das sind Grobgewinde und Feingewinde. Je nachdem, was du da im Mainboard hast. Ich habe Feingewinde drin. Dann brauche ich die, die brauche ich nicht. Genau, dann habe ich 4-mal diese Schrauben und 9 Unterlegscheiben. Okay, ich brauche 2 auf Mainboard. Haben die da überhaupt genutzt? Moment. Ja, mit Unterlegscheibe. Und hier machen sie es tatsächlich nur mit einer Schraube fest. Und zwar mit der hinteren. Passt. Theoretisch könnte ich noch eine 2. reinmachen. Ich könnte sogar noch eine 3. reinmachen. Ich habe 5. Dann machen wir alle rein. Wegen der Optik. Aber in der Anleitung steht nämlich nur 4 Stück sind dabei, aber hier liegen 5 bei. Mal 2 kommen aufs Mainboard dann noch und das war's. Und die eine ist die Rändelschraube. Ha? Wenn das dich hält, dann weiß ich's auch nicht. Beta Ray Bill, grüß dich. Dann weiß ich's auch nicht. Jetzt ist die ganze Grafikkarte natürlich auch noch ein bisschen schwerer geworden, ne? Das ist klar. So, Moment, ich muss mal die Grafikkarte just gerade hier
die andere Seite packen, weil jetzt müssen wir ja die Stütze hier im Gehäuse montieren. Und das geht wie folgt. Dazu müssen wir hier, das ist im Prinzip genauso wie die Lian-Li-Halterung, die wird auch an dieser Position festgemacht. Und hier die Schraube raus und hier die Schraube raus. So, die ich dann in die Schraubenbox hier packen kann. Dafür kommen dann Feingewinde-Standoffs da rein. Die Verlängerung. Jetzt wäre ich ja doch gut beraten, wenn ich jetzt diesen Standoff-Schraube da noch mit rausnehme. Ja, da lachen sie mich aus. Das ist eine Nummer größer. Aber ich sehe gerade, der hat einen Kreuzigen da drin. Den kann ich dann so reinschrauben. So. Und dann kommt der Galgen da drüber. Ja, ich muss noch mal eine Anleitung gucken. Ja, genau so. Das Gigabyte kommt hier so hin. Und dann hängt er hier halt hinten raus. Einziger Nachteil ist, ne, du musst das Ding halt abmachen, wenn du hier nochmal M2s nachrüsten willst. So bei der Lian-Li-Halterung auch. Das ist halt vom Mainboard zu Mainboard unterschiedlich. Die meisten etwas fetteren Mainboards, so wie dieses hier, die sind dann, ja, dann hast du da irgendwelche M2-Plätze oder so drunter. Und was auch mal passieren kann, aber dieses hier ist deutlich dünner als die von Lian-Li, dieses Lochblech, dass du die Grafikkarte nicht richtig rein kannst, weil die hier drauf aufliegt. Weil das ja dann nochmal ein Stückchen höher kommt insgesamt. So, obwohl das ist hier flexibel genug. Also, dann jetzt das gleiche Spiel nochmal, jetzt mit der Halterung. Besser der Grafikkartenlüfter unten verdeckt als dieser Galgen, ja. Das lassen wir jetzt den entscheiden, für den ich den PC baue. Ich habe jetzt beide Varianten dann vorgeführt. Ich habe heute keinen Bock, alles dreimal wieder hin und her zu bauen. Also, ich meine, wenn es jetzt so kommen muss, dann muss es jetzt anders nochmal kommen, aber ne, nicht so wie gestern hier mit 4-5-mal die Ayo umbauen. So, das kommt hier jetzt drunter. Und dann hier ein Slot. So sieht die Geschichte dann aus. Und hier habe ich jetzt L-Rendel-Schraube, die jetzt da reinkommt. Na, warte mal, da kommt auch noch eine Unterlegscheibe dazwischen. So, Freunde, meine Meinung, das trägt weniger dick auf als die andere Variante. Ich schraube mal fest und dann stellen wir den ganzen Apparat hin und dann werden wir sehen. So. So sieht's jetzt aus. Moment. Das jetzt sieht so oder so fett aus. Hat ja die Grafikkarte so fett. Nee, ich glaube, die Grafikkarte ist nicht. Ich glaube, dieses hier leuchtet ein bisschen. Also RGB-mäßig ist, spielt sich hier nicht viel ab. Alter, die guckt aber auch ganz schön raus, du Junge. Das sind auch 14, das ist wie Strix. Also, ich kann das andere Ding ja mal im Vergleich da drunter halten.
Das würde halt so aussehen, ne? Ich schraube es mal mit einer Schraube fest. So. Ja. Also. Ich tue mich da persönlich schwer mit. Aber ich würde sagen, Variante 2 finde ich persönlich besser. Also würde ich bei mir lassen. Ja, Dusselnator tendiert auch zur Gigabyte-Stütze. Also, ich gebe euch da recht. Das ist vielleicht ein bisschen unschön, dass die hier hinten ein bisschen übersteht. Der letzte Rest. Aber vom Finish her passt das halt auch. Also, das passt halt schon, ne? So, also da unten, dass das da vor dem RTX steht da, das sieht so wie so, ich halte hier die Hand auf hier, ne? So. Und dann hast du es unten noch vor den Lüftern hängen. Also rein technisch ist die natürlich auch schlecht, oder? Für Airflow und so weiter. So. Ja. Wenn das jetzt hier hinten nicht so lang wäre, wäre natürlich schön. Theoretisch könnte man das natürlich auch wegdremeln. Aber das wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten, beziehungsweise, ja, dann hast du es natürlich hinten nicht mehr geschlossen, ne? Wir können ja mal eine Abstimmung machen, ne? Dafür gibt es ja dieses Abstimmung. Ist schon länger keine mehr gemacht. Da bin ich ja mal gespannt, was alle sagen jetzt. Neue Abstimmung. Und zwar, welche Graka-Stütze? So, Umfrage läuft. So, also das ist die Gigabyte-Stütze, ne? Das ist die Fantex-Stütze vom Gehäuse. Stimmen Sie jetzt ab. Letztendlich mache ich aber das, was der Besitzer hier reinhaben will, da rein. So, was sagt die Abstimmung? Ergebnisse ansehen. Oh, knapp. 59% Gigabyte. Ja. Seht ihr? Halter so drehen, das Gigabyte. Ja, was willst du denn da drehen? Ist halt auch nicht so geil, ne? Also ich könnte natürlich diesen Schlitten hier rausnehmen, aber ja, weiß ich nicht. Also, da habe ich eher die Befürchtung, dass das dann hier irgendwie da mal in Lüfter reinrattert da. Genau, einfach beide dran lassen, ne? Für doppelte Sicherheit. Redundantes Grafikkartenstützsystem. Wofür die Community-Umfrage? Anomalie kann ich dir sagen, weil man als Livestreamer seine Community auch ein bisschen teilhaben lässt und ich auf Toilette musste. Und da dachte ich, ja, dann könnte ich ein bisschen klicken. Das ist ganz einfach. So, also, ich mache jetzt diese hier raus. Gigabyte habe ich jetzt gelesen und fertig. Fantex fliegt raus, ist der ganze PC auch ein bisschen leichter. Positiver Nebeneffekt. So. Also mal die Schraube kommt da rein. Mich stört halt also mehrere Sachen. Einmal, dass das hier vor dem GeForce steht und dann unten sich da mehr oder weniger den Luftstrom auch mit behindert. So, aus die Maus. Sagt Nilsson noch immer, ne? Aus die Maus. Grafikkarte vertikal einbauen. Leute, vertikal ist doch gar keine Option hier ohne vertikale Halterung. Ihr guckt nicht bei Case King zu, wo ich mal just eben ins Lager rennen kann und mal eine vertikale Grafikkartenhalterung holen kann, um das einfach mal auszuprobieren, wie das so aussieht. Habt ihr noch nicht verstanden? Also die hier neu zuschalten anscheinend nicht. Nicht drauf eingehen, Bastel. Ja! Manchmal muss man ja auch mal ein Machtwort sprechen, ne? Es gibt ja immer zwei Kategorien. Entweder wissen die Leute das nicht besser oder die wollen trollen. Die Ansage war jetzt, vielleicht wissen die Leute das nicht besser. Die Trolle, die versetzt sich dann schon in Timeout oder so. Oder fliegen komplett raus. So, jetzt kommt natürlich Strymer-Kabel, ne? Jetzt kommt die nächste Challenge. Ja, und wie ich das schon sehe, dass das auch nicht so ein einfaches Unterfangen. Weil, ja, das ist so ein ähnliches Problem wie das, was wir letztens hatten. Also auch bei diesem Gehäuse haben wir nicht viel Luft, ne? Ihr seht das. Das sind halt diese 4080, 4090, das sind halt dicke Klopper, ne? Ja, weil ich Handgelenkschmerzen habe, habe ich auch eine Vertikalmaus. Auf jeden Fall hier. Ich habe schon eine Woche gelben Schein gehabt, weil ich auch ein Wochenende auf LAN-Party war. ich hatte das Handgelenk war so im Eimer, ich konnte noch nicht mal mehr bei meinem Auto Rückwärtsgang einlegen. Ne? Also ich hatte Golf 3 damals, da musste halt runterdrücken. Konnte ich nicht Rückwärtsgang einlegen mit der rechten Hand, musste ich mit der linken einlegen. So eine Katastrophe war das. So weh hat das getan. Ja, also es ist in der Tat, ist das Ding hier oben, also wäre erstmal prinzipiell richtig rum, dann müssen wir natürlich jetzt hier schnell den Knick machen, ne? Warte mal, ich habe ja noch das andere sowieso hier liegen. Das kann ich ja schon mal da dran setzen und schon mal gucken, wie sich das dann so ausgeht, ne? Dieses hier.
Ach so, das ist genau. Ich bin mal lost, Alter. Das ist genau andersrum geknickt. Sind die Sense-Pins unten. So, also, einmal scharf rum. Kannst du mal eine Gaming-Setup-Tour von dir machen? Die gibt's. Bei mir auf YouTube gibt's die schon. Room-Tour. Ich glaube, das war damals 10.000 Abonnenten-Special oder so. Room-Tour. Da hat sich nicht ganz viel geändert. Also die Kameras und so sind noch die gleichen. Es gibt zwei Room-Tours. Es gibt auch noch von da, wo ich angefangen habe, gibt's auch eine Room-Tour. Weil das ist im Büro gewesen noch. So, mal kurz gucken, ob das funktioniert hier. So, klick. In der Theorie haben wir ja hier mehr Platz. In der Praxis werden wir sehen. Ah doch, ich glaube, das geht. Ich glaube, das geht. So, jetzt ist nur die Frage mit dem Kabel. Nach unten durch ist eigentlich eher so ein bisschen eher so mäh. Mal gerade mal gucken, wie das aussieht, wenn wir das hier durchlegen. Wahrscheinlich wieder so ein Steg im Weg. Ja, so könnte man das machen, aber. Na, unten wäre natürlich die elegantere Variante. Das sage ich euch auch. Mal Flucht her. Ja, wie gesagt, da muss der USB da erstmal raus. Das O11 Vision. Ja, weiß ich nicht. Showcase. Ist halt ein bisschen wack, dass oben der Deckel halt Glas ist. Also, weil dann kannst du oben keinen Radiator reinbauen, geht keine Luft oben raus. Also, in deiner Phase halte ich da nicht viel von. Das Kabel oben zu weit geknickt. Pass mal auf. Ich zeig dir jetzt mal was. So, nehme ich dich kurz mit auf die Reise. Lian Li Streamer Plus V2, 12 Volt High PWR. So. So. Zack. Und jetzt, Achtung, hast du gesehen? Kommt nochmal von der Seite. Zack. Ist kein Problem. Da seht ihr's. Und jetzt kommt die Scheibe. So wird's gemacht, Freunde. Habt ihr noch irgendwelche Fragen, wie der Hersteller das sagt, wie es geht? Ich denke nicht. Ich habe mich nur ans Video orientiert. Ist nur so gemacht, wie die das zeigen. Bei mir sieht's noch nicht mal so schlimm aus, so krass. Schon wieder ein Zahn gezogen heute, ne? Ja, Samstag sind auch mal viel Schlauberger unterwegs, das weiß ich schon. Ist nichts Neues. Zum Glück, dass ich die IO nicht in eine Seite eingebaut habe, sonst hätte ich schon wieder 5000 Mal einen Kommentar gekriegt, Schläuche müssen nach unten, weil die Pumpe geht sonst kaputt. Woher der Mythos kommt, Gamers Nexus hat mal so ein Video gemacht. Ich meine, der hat es eigentlich relativ gut erklärt. Und wurde von vielen falsch von interpretiert oder überinterpretiert, wie auch immer man das nennen will. Wir haben es halt nicht kapiert. Das ist das Problem. Also ich habe mich da mit Herstellern unterhalten, als das Gamers Nexus Video rausgekommen ist. Die haben gesagt, die kriegen auch schon die Krise. Die Leute jetzt auf einmal alles besser wissen. Ja, also es sitzt natürlich Spack dran jetzt hier neben dem USB-Kabel. Es geht aber. Es ist besser als die andere
Variante. So, und rein scheibentechnisch muss ich jetzt mal gucken. Mache ich die jetzt mal just hier drauf. Ich bin gerade hier hochkonzentriert am Machen. Passt easy. Ja, ja, das geht. Ne, hier. Also theoretisch kriege ich sogar hier noch irgendwie was dazwischen. Also da ist kaum Druck drauf, das ist alles in Ordnung. Windows 11 wirklich besser fürs Zocken als Windows 10? Ja, würde ich, wenn du einen aktuellen Prozessor hast, mit E-Cores oder so, auf jeden Fall Windows 11. Also, das Kabel passt auch rein. Also haben wir das auch erledigt. Also sind wir jetzt fertig, ne? Nee. Müssen wir anschließen. Rückseite. Also guck mal, so sieht doch gut aus, oder nicht? Ne? So, wo kommt das Kabel jetzt an? Hier. Ah, jetzt wird es natürlich hier ein bisschen voller. Ja, das nervt natürlich auch hier, dieses eine kleine Kabel hier. Ne? So, jetzt kommt natürlich hier unser Stromkabel dran für die Grafikkarte. Und dann müssen wir natürlich nachher noch den Mainboard-Strom hier auch noch dran machen. So, das ist natürlich schön, dass ich jetzt hier reingreifen kann. So. Es ist wieder zu dunkel. So. So. Jetzt haben wir natürlich noch das Kabel. Das ist ja hier von den Streamern, von dem Grafikstreamer. Das muss noch hier mit rein. An den Controller. Und zwar oben dran. So, weil es das dünne ist. Der dünne Lichtstreifen. So, und dann hier Schalter wichtig. Muss dann nach oben, damit es auch leuchtet. So, und dann wäre das alles soweit eingebaut. Das hier noch wieder nach unten. Das hier noch mit hin. So, dem Netzteil ist ganz geil, ne? Und jetzt hast du hier so ein bisschen mehr Kabel, aber. Testing SSD. Oje, Mine. So, hier habe ich ja noch Anschlusskabel dafür. Das ist natürlich wie so ein Geheimversteck hier, ne? Fand sich ganz geil hier mit dieser Klappe. Also das hier so reinlegen, Geheimfach. Dann kommt die Klappe davor und fertig. Ja? Denn jetzt? Ach, da unten muss ich ja rein, da liegt ein Kabel. Soll ich den Lüfter nochmal ausbauen?
nee. So. Fach zu. Nur von hinten verschrauben. Na, cleaner look. Geheimfach. Ja. Was sagt ihr? Looks good, ne? Looks good. Fantastische Gaming-Maschine gebaut. Jetzt muss sie nur noch starten, hä? Und Schmusi-PC hat schon wieder gut aufgepasst, ne? El Ramo muss noch rein. El Ramo, der kommt heute zum Einsatz. Dominator kommt rein. Titanium, der neue, der soll's sein. So, was kann der? Expo kann der. Und 6000er C30 war das, glaube ich, ne? Wir konfiguriert ja. 6000 C30, 36, 76. 2x16, 32 Gig. Auch Premiere hier. Titanium habe ich auch noch nicht verbaut. Aha, und dann sind es hier wieder diese einzelnen Verpackungen. Mhm. Falls einer fragt, wieso der grau ist, weil Meekash auch grau ist. Nee, die Wahrheit ist, es gibt den nur mit XMP in schwarz und in weiß und in Expo ist der halt gray. Fragt mich nicht, fragt Corsair, warum das so ist. Ich habe schon gestern bei der AIO viele Sachen auch nicht verstanden. Ja, RAM ist Meekash Gray, richtig. Der RAM ist in Meekash Gray. Ist halt so, wie es ist. Hat uns auch geärgert, aber ja. Der Dingens ist natürlich dann so ein bisschen auch der IQ Link Serie so angepasst, rein von der Optik. Ne? Der leuchtet halt hier auch an der Seite. Also so wie das bei den Lüftern auch ist. Ne? Und dann haben wir hier oben halt so das alles so ein bisschen mehr in Rundform. Wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, ist eigentlich im Prinzip der gleiche, ist das ja, der gleiche RAM und so da drauf wie bei den normalen Dominatoren, bloß hier ist halt ein anderer Kühlkörper oben drauf. Ne? So, welches ist die lange, welches die kurze Seite? Das ist bei DDR5 echt schwierig zu erkennen. So, ich vermute, dass das Logo immer zur CPU kommt. Und er ist natürlich auch sehr hoch, also ähnlich wie auch der der Dingensbums. Der Platinum, Dominator Platinum, ja, so rum ist richtig. So sieht's dann aus. Ja, ich meine, du hast von der Seite hast du eh das 2x-Kabel. Letztendlich guckt man nachher eh da auf den RAM drauf, weil er leuchtet. Und schon ist er zusammengebaut. Ging doch ganz schnell, ne? Scheiben müssten natürlich nur dran und so. Wir starten erstmal, ne?
und gucken, ob er überhaupt angeht. Ströme, Nano, das brauchen wir noch, Maus und Tastatur wäre nicht vor. Da freut mich, die Kamera hier, diese hier, die hält die ganze Zeit durch. Jetzt, nachdem ich da gestern das hier auf heiß gemacht habe und die läuft einfach nur über USB-C. Da ist zwar ein Akku drin, der, okay, der ist jetzt bald, geht der zu Neige, der Akku, aber da ist auch ein altes Modell drin noch. Also ein richtig alter, der ist schon 5 Jahre, 6 Jahre alt. Also kann wohl sein, dass die dann gleich ausgeht. So, ich habe extra einen alten reingemacht, damit der so ein bisschen... Oh, was mache ich denn? Ich bin auch lost. Jetzt stecke ich den in mein PC ein, die Tastatur. Und die Maus. Ich wundere mich schon. Hä? Wieso klingelt das? Wieso leuchtet die Tastatur schon? Oh, 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 oh. Besser ist immer 2 Tastaturen an einen Rechner anschließen, ne? Falls eine mal nicht geht. Im Notfall. Damit man auch die Multicom-Rein-Taste noch drücken kann. Oh Mann. So. So, ich starte mal den Strom. Mainboard leuchtet schon mal. Ah, anscheinend haben sie von der AIO dieses weggemacht. Was ich jetzt sagen wollte ist, normalerweise das Mainboard hat ja jetzt Strom. Und dann ist normalerweise auch auf dem USB-Bus Strom. Und sonst war es immer so, dann hat das Display dieses Ausrufezeichen angezeigt. Und dann haben schon viele gleich Panik gekriegt. Ah, ist was falsch angeschlossen, da ist ein Ausrufezeichen. So, nee, das war einfach nur, das hat einfach eine Fehlermeldung ausgegeben, weil auf dem USB-Bus Strom ist. Und der kommt auch bei dem Display an. Das Display kriegt aber keine Daten. Und deswegen kam dann das Ausrufezeichen. Wir werden sehen, was jetzt passiert. Moment. Kontrollieren nochmal alle Stecker. Ja, normalerweise müsste alles laufen. Wir starten. Neueste Firmware. Oh, warte, das müssen wir erst auch noch machen. Fritzbox, wenn ich dich nicht hätte. BIOS. Das ist eigentlich ATOS sein Sound. Ja, 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 ja. Da habe ich mich zum Glück jetzt nicht bei verjagt. Die Kabel sind in den Schläuchen mit drin. Bei der Link-IO. So, wir brauchen BIOS. So, hier waren wir ja bei Lian Li. Bei Produktvideo 3000. So, jetzt haben wir hier ein Asus ROG X670E. Leerzeichen A. Minus Garmin. Hier. Da ist es doch. So, muss ich mal den Tic-Tac-Chat hier hin machen. Support. Geht's? BIOS. Zwölfter, ist ja relativ aktuell. Download. Weitere Optionen anzeigen, entpacken. So. Ausschneiden. Wo ist mein USB-Laufwerk? Hier. Einfügen. So, wie heißt das? Das heißt aber so, wie das Mainboard heißt. So, USB-Laufwerk. Auswerfen. Glünn. Glünn. So. Hast du im Hintergrund das H6? Jawohl! NZXT H6 RGB Flow Edition. Habe ich auch ein YouTube-Video zugemacht. Und hier im Livestream auch verbaut und so. Wenn du Kanal subst, dann kannst du dir das auch angucken, wie ich den PC da gebaut habe, der da im Hintergrund steht. Das war vor 3 Wochen? 2 Wochen? Irgendwie so. YouTube. Ja genau, da ist der Link zu dem Video. Warst du nicht müde, was ihr alle für Sorgen habt. Wir müssen den mit PC anmachen. Dann wäre ich schon wieder wach.